Zuschauerinnen und Zuschauer. Niederlagen leben muss, gehört zur Natur der Sache. Wenn allerdings so viele werden, dass Eintracht und Co. komplett in die Mittelmäßigkeit degradiert werden, dann ist es mit der Einträchtigkeit in Frankfurt vorbei. Wir haben die Protagonisten der Frankfurter Sportszene heute Abend eingeladen und wollen mit ihnen über die Vergangenheit, vor allem aber über die Zukunft sprechen. Meine Mitmoderatoren heute Abend, Joachim Storch, Sportexperte von GoTV, und Johannes Theissen, vielen Zuschauern aus dem FFM-Programm schon bekannt. Und nun gebe ich gleich ab an Joachim. Okay, alles klar. Zwei Vereine machen es allen anderen vor. Die Handballprofis der SG Wallau-Massenheim wurden Vierter und sicherten sich die Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Die Damen des ersten FFC schlossen die Saison als Meister und Pokalsieger ab. Das Aushängeschild der Stadt Frankfurt am Main aber, die Eintracht, der Traditionsclub Eintracht, ist abgestiegen in die zweite Liga und hinterlässt die Erinnerungen an ein personelles Chaos. Der zweite Zuschauermagnet, wie Frankfurt Galaxy, die American Footballer von Frankfurt Galaxy, stecken im zweiten Jahr in der sportlichen Krise. Und die Eishockey-Cracks der Frankfurt Lions verabschiedeten sich mit einer nur mäßigen Saisonleistung in die Sommerpause, verpassten als Zehnter das erklärte Saisonziel und verpassten damit die Playoffs. Das Basketballteam, die Opel Skyliners, sind nach einer beeindruckenden Auftaktsaison auch mittlerweile ins Mittelmaß abgesunken und haben sich in der Folge von ihrem Trainer Stefan Koch getrennt. Was ist los in Frankfurt? Woher kommt diese Erfolglosigkeit auf breiter Front? Statt Sportstadt nur noch sportliche Provinz? Zu diesem Thema haben wir einen Beitrag vorbereitet. Frankfurt. Prosperierende Großstadt am Main, kontinentaler Verkehrsknotenpunkt, Bankenmetropole Europas, Eurostadt und nach eigenem Gusto eine Sportstadt. Doch die Zeiten, da in der Region Fußball, Handball, Leichtathletik oder Schwimmen erstklassig waren, sie scheinen vergangen. Gründe dafür gibt es viele. Einer davon, Frankfurts Sportstätten. Ein Spiegelbild vergangener Jahre, Beispiel Waldstadion. Seit annähernd einer Dekade hält das Gezänk um eine Renovierung oder einen Stadionneubau an. Jetzt soll im Zugzwang der kommenden Fußball-WM endlich reagiert werden. Im Schatten des ehrwürdigen, renovierungsbedürftigen Waldstadions der inzwischen fast ruinenwürdige Vorgänger. Einst Fußballheimstätte der Frankfurter Eintracht zu glanzvolleren Tagen. Doch die Probleme vergangener Zeiten, sie klingen merkwürdig aktuell, der damalige Eintracht-Präsident Rudi Gramlich. Und Sie wissen ja, dass in Deutschland mittlerweile alle Sportplätze zum großen Teil überdacht worden sind. Das ist die Hauptsorge, die wir hier in Frankfurt haben, Mittel zur Verfügung zu haben, das auch hier gemacht werden kann. Wer aber soll das realisieren? In erster Linie soll die Stadt daran interessiert sein, denn die Stadt hat ja den meisten Nutzen von diesem heutigen großen Besuch. Auch hier würde vielleicht die Vergnügungssteuer um 80% kleiner werden. Und wenn das im Jahr auch mal einige Male passiert, sind auch 100.000 Mark weg. Abgesehen davon, dass Frankfurt als Sportstadt auch sich ausschließt aus dem Kranz der internationalen Sportstätte, wenn sie Voraussetzungen hat. Es wirkt sich aus bei Länderspielen, es wirkt sich aus bei der Weltmeisterschaft 1972. Hier müsste die Stadt schnellstens Abhilfe schaffen, um hier zumindest 25.000 bis 30.000 Zuschauern die Möglichkeit zu geben, trocken zu sitzen. Das schöne Winterwetter hatte viele Leute. Beispiel Eisstadion. Erst als die Situation für die Frankfurter Eissportvereine im alten Waldstadion unhaltbar geworden war, reagierte die Stadt. Die Eishalle am Ratsweg, auch heute noch eine passable Spielstätte für erstklassiges Eishockey, wurde gebaut. Doch andernorts ist man bereits weiter. Das Centro in Oberhausen, die Köln Arena, neue moderne Stadien in Hannover, Nürnberg oder Hamburg weisen den hiesigen Eissportlern auch hier den Weg in eine zweitklassige Zukunft. Bauwillige Sponsoren, sie wären schon da, doch die Stadt kann oder will keine Bauplätze ausweisen. Aber erstklassiger Sport vermittelt erstklassiges Image. In Amerika ist die Stadt vor allem auch wegen einem Vereinsnamen, der Frankfurt Galaxy, bekannt. Der Imageträger Sport, er kostet Geld.
Geld und politischen Willen. Quo Vadis, Sportstadt Frankfurt. Heimspielauftakt gegen die Barcelona Dragons. Frankfurt, prosperierende Großstadt am Main, eine Stadt mit Zukunft. In Zukunft auch mit erstklassigem Sport. Ja, da sind wir mitten im Thema. Das waren ja noch goldene Zeiten damals, nicht die alten Stadien und so weiter. Da hat man vieles in Kauf genommen. In der heutigen Zeit werden ganz andere Anforderungen gestellt. Ich begrüße hier bei mir am Mikrofon Markus Scholz, frisch gewählter Stadtverordneter und Mitglied im Sportausschuss, als einen der Vertreter der Stadt Frankfurt, die wir heute in unserer Sendung zu Gast haben. Später wird noch die Oberbürgermeisterin hinzustoßen. Ja, Herr Scholz, was sagt man als verantwortlicher Kommunalpolitiker zu den Dingen, die hier angesprochen worden sind? Stadien, die saniert werden müssen oder neu gebaut werden müssen. Die Diskussion um das Waldstadion geht ja schon seit einigen Jahren. Die Frage, reines Fußballstadion oder Mehrzweckstadion, ist zunächst einmal entschieden worden zugunsten eines reinen Fußballstadions. Dann kam aber die Olympia-Idee hinzu. Dafür braucht man wieder ein großes Stadion mit Laufbahn und vielem mehr. In welche Richtung wird sich der Sport in Frankfurt entwickeln? Ja, ich denke, wir haben in Frankfurt eine Entscheidung gefällt für ein reines Fußballstadion. Ich möchte diese Entscheidung jetzt unabhängig von der sportlichen Situation der Eintracht Frankfurt, die wir alle als Frankfurter Sportpolitiker bzw. auch als Bewohner dieser Stadt, wie auch das ganze Umfeld sehr bedauern, nicht wieder neu zur Disposition stellen. Es ist eine Entscheidung gefallen für ein Fußballstadion und die Olympia-Idee, die mit Sicherheit sehr reizvoll ist, sollte nun nicht dazu verwendet werden, eine getroffene Entscheidung wieder neu zu diskutieren. Es muss mit dem Stadionneubau begonnen werden, mit dem Stadionumbau, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, für die Weltmeisterschaft 2006 in Frankfurt Weltmeisterschaftsspiele austragen zu wollen. Das ist ein Ziel und aus diesem Grund muss zügig und schleunig mit dem Stadionumbau begonnen werden. Ja, wir haben ja eben im kleinen Film das Beispiel Eishockey gesehen. Die Arenen, die in anderen Städten entstanden sind, während das Frankfurter Eisstadion jetzt seine 15 Jahre oder mehr auf dem Buckel hat. Und ein Beispiel war ja die letzte Eishockey-Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattfand, aber nicht in Frankfurt. Droht uns so etwas auch bei anderen internationalen Wettbewerben? Sie sprachen schon das Thema Stadion an. Es ist eigentlich sehr bedauerlich, dass eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland stattfindet und Frankfurt nicht Austragungsort ist. Frankfurt wird oftmals als die Sporthauptstadt der Bundesrepublik bezeichnet. Es ist leider meines Erachtens nicht mehr so. Frankfurt hatte in der Vergangenheit sehr tolle und sehr bedeutende Sportveranstaltungen, beispielsweise die ATP-Weltmeisterschaft, beispielsweise das Pokalfinale im Frankfurter Waldstadion. Das sind Veranstaltungen, die abgegeben wurden an andere Großstädte, die leider ersatzlos abgegeben wurden. In den 90er Jahren hat sich ein Stück weit ein Trend in der Frankfurter Sportpolitik weg zu den großen, zu den zuschauermagnetischen Veranstaltungen hin zu der Förderung von einzelnen Projekten ergeben. Ich glaube, das ist nicht der Weg in die richtige Richtung. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber Sie sagten gerade, Frankfurt war mal Sporthauptstadt oder eine der Sportmetropolen der Bundesrepublik. Wir sind es ja immer noch, was den Sitz der Vereine, der Verbände betrifft. Aber wie sieht es denn in der Sportszene in Frankfurt überhaupt aus? Ich denke, die Anmoderation hat es sehr deutlich gemacht. Der einzige Lichtblick ist die SG Wallau-Massenheim, beziehungsweise auch die Damen vom ersten FFC, die eine ganz hervorragende Fußballsaison gespielt haben, sowohl Pokalsieger als auch deutscher Meister im Damenfußball wurden. Die anderen Spitzenvereine, die in Frankfurt angesiedelt sind, im professionellen Bereich oder halbprofessionellen Bereich, haben leider nicht so abgeschnitten, wie man sich das erhofft hätte. Und natürlich der Abstieg der Eintracht Frankfurt in die Zweitklassigkeit dokumentiert diese Krise und macht sie ganz offensichtlich. Aber wir wollen uns ja nicht nur hier in unserer Runde mit den Spitzenvereinen beschäftigen. Wir haben ja gleich in weiteren Gesprächsrunden Vertreter dieser Vereine da. Wie sieht es denn allgemein mit dem Sport aus? Denn das ist ja die Verantwortung der Kommunalpolitik, sich um alle Sportarten, alle Vereine zu kümmern. Haben eigentlich alle Sportarten eine Heimat in Frankfurt? Die Stadt Frankfurt hat es geschafft, für viele Sportarten Unterkunfts- und Sportstätten zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist dieses nie komplett.
Es gibt neue amerikanische Trendsportarten, für die auch noch eine Bleibe gesucht wird. Aber ich würde gerne einmal über die vorhandenen Sportstätten sprechen. Wir haben in der Stadt einen sehr enormen Renovierungs- und Sanierungsrückstau. Vorhandene Sportanlagen sind in einem teilweise katastrophalen Zustand. Wenn ich an Bezirksfußballsportanlagen denke, wenn ich da in die Kabinen gehe, dann wird da jedem offensichtlich, dass hier was gemacht werden muss. Die Politik der Stadt Frankfurt kann, glaube ich, in den nächsten 5, 6 Jahren nur die sein, dass man die vorhandenen Sportanlagen erstmal in einen guten Zustand zurückversetzt, dass dort renoviert wird, bevor man anfängt, weitere Projekte zu entwickeln. Man sollte, wie gesagt, erstmal das Vorhandene in Ordnung bringen, bevor man dann weiter in die Zukunft plant. Also der Großsportstättenbau der 80er Jahre, der Wallmann-Ära, mit der man ja vieles verbinden kann, ist vorbei? Oder sehen Sie Chancen? Es gibt ja Wünsche aus den Vereinen, aus den Trendsportarten und vieles mehr. Der Bau von Großsportanlagen ist insoweit nicht vorbei, weil wir eben auch gerade eingangs über das Waldstadion gesprochen haben. Wenn es eine reine Sportarena gibt, wird natürlich auch die Frage aufgeworfen werden, wo man Leichtathletik in Frankfurt unter freiem Himmel betreiben kann. Da wird man sich auch noch Gedanken machen müssen, ob es da nicht eine Leichtathletik-Arena bzw. ein Leichtathletik-Stadion vielleicht mit einem Fassungsvermögen von 5.000 bis 10.000 Zuschauer gibt. Aber ich denke, die Stadt ist gut beraten, wenn man erstmal vorhandene Sportstätten in Ordnung bringt, bevor man dann weiter in die Zukunft plant und gigantische Objekte angeht, die dann einfach nicht mehr zu unterhalten sind. Kommen wir nochmal zurück zur allgemeinen Situation der Vereine. Wissen Sie, wie viele Sportvereine es in Frankfurt gibt? Ich glaube, es gibt um die 500 Sportvereine in Frankfurt mit ungefähr 140.000 organisierten Mitgliedern. Das ist eine sehr enorme Zahl. Das ist auch eine sehr wichtige Arbeit, die in den Vereinen geleistet wird. Das ist eine Arbeit, die oftmals leider unterschätzt wird. Sportvereine bilden in einer Gesellschaft den Kitt, den Zusammenhalt, der für eine Gesellschaft enorm wichtig ist. Aber auch diese Sportvereine sind in einem ständigen Wandel. Früher war es relativ einfach. Da gab es den Fußballverein und den traditionellen Turnverein. Heute ist das nicht mehr. Es gibt heute Großvereine, die ihr Angebot diversifizieren müssen. Es müssen Fitnessstudios von diesen Vereinen vorgehalten werden. Es müssen Trendsportarten im Programm aufgenommen werden, damit diese Vereine auch noch konkurrenzfähig sind. Gut, zu den Vereinen haben wir gleich auch einen Vereinsvertreter hier, der uns dann noch was zu sagen wird. Aber für Sie vielleicht die letzte Frage. Was tut die Stadt für Ihre Vereine? Wie unterstützen Sie die Vereine, außer dass eben Sportstätten gebaut werden? Gibt es noch weitere Mittel und Möglichkeiten, wo die Stadt etwas für die Vereinsarbeit tun kann? Die Jugendförderung für die Vereine muss dringend angehoben werden. Wir sind momentan bei einem Betrag von 20 Mark. Wünschenswert wäre, wenn man die Jugendförderung für Vereine pro Jugendlichen auf jährlich 30 Mark anheben könnte. Pro Jahr und Jugendlichen oder pro Monat? Pro Monat, Entschuldigung. Pro Jahr. Ja. Auf 30 Mark anheben könnte. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Weiterhin muss das Ehrenamt gestärkt werden. Das ist eine Sache, die man letztlich auch nur gemeinsam mit dem Land Hessen verwirklichen kann. Aber in den Vereinen wird eine unheimliche, gute Ehrenarbeit geleistet. Und diese Ehrenarbeit muss stärker gesellschaftlich zur Anerkennung kommen. Da gibt es eine ganze Reihe von Modellen, wie man das Ehrenamt gesellschaftlich aufwerten kann. Das sind mit Sicherheit Überlegungen, die in den nächsten Jahren dringend angestellt werden müssen. Herr Scholz, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit mit Ihren Kollegen im Sportausschuss viel Erfolg. Und ich glaube, alle Vereine werden dankbar sein, wenn die Stadt weiterhin ihr Engagement zeigt, vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich erhöht. Und wir gehen jetzt weiter zu einem zweiten wichtigen Thema. Wir beginnen mit einer Matz, in der stellen wir einen renommierten Frankfurter Verein vor. Wir sind beim Thema Eishockey. Eishockey in Frankfurt, das hat Tradition. Was heute die Zuschauer schon im 7. Jahr DEL bejubeln, es begann auf einem Tennisplatz. Licht gab es allerdings keines.
Ja, das war ganz merkwürdig. Es war ja keine Flutlichtanlage da. Dann haben wir die Frankfurter und die Kronberger haben ihre Autos rundherum gestellt und haben das Licht der Autos, die Scheinwerfer, eingestellt. Es war wohl so eine kleine Beleuchtung da, aber die hätte ja nie ausgereicht. Und da wurde dann gespielt gegen Kronberg. Licht, davon gibt es inzwischen genug in der Eissporthalle am Ratsweg. Spiele auch. Mindestens 60 davon müssen die Frankfurt Lions jährlich absolvieren. Doch vom sportlichen Erfolg scheint der Zuspruch der Fans bei den Lions zumindest nicht abhängig zu sein. Die Löwen bewegen sich in diesem Jahr sportlich ohne nennenswerten Erfolg, doch sind mit über 6000 Zuschauern im Schnitt bereits knapp an der Kapazitätsgrenze der Halle angelangt. Dank dem wiederverpflichteten Manager Bernie Johnston wollen die Lions im nächsten Jahr wieder ganz oben mitspielen. Doch sportlicher Erfolg ist immer auch eine Frage des Geldes. Andere Mannschaften wie die Mannheimer Adler oder die Kölner Haie schöpfen dank potenter Sponsoren oder neu gebauter Eventhallen aus einem reichhaltigen Budget. Für die Lions eine offene Frage: Woher nehmen und nicht stehlen? Ja, Sportstadt Frankfurt am Main in der Krise. Unser nächsten Gesprächspartner sind der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer. Guten Abend. Und der Geschäftsführer der Frankfurt Lions, Bernd Kress. Herr Kress, an Sie gleich die erste Frage. Woran lag es denn in dieser Saison, dass die Lions nicht das erklärte Saisonziel, das Erreichen der Playoffs, erreicht haben und kläglich auf dem 10. Platz gelandet sind? Also kläglich kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Wir haben einen Knick gehabt im Laufe der Saison, haben den Trainer gewechselt und dann ging es eigentlich auch aufwärts. Es war halt nur ein bisschen spät. Die anderen Mannschaften haben auch gepunktet, sodass wir unser Saisonziel, die Playoffs, in der Tat nicht erreicht haben. Ja, aber aufwärts ging es doch eigentlich nicht durch den Wechsel von Peter Obreser zu Blair McDonald. Ich glaube schon, dass die Mannschaft mit einem anderen Gesicht gespielt hat. Also man hat auch gesehen, dass die Emotionen bei den Fans und bei den Spielern wieder da waren. Wir haben sehr, sehr viele Spiele gewonnen, insbesondere die Heimspiele, haben also beim Publikum eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und mit diesem Schwung gehen wir jetzt in die neue Saison. Was macht denn der hessische Ligenkonkurrent Kassel Huskies besser, die ja in der Tabelle und im Schlussstand wesentlich besser abgeschnitten haben? Ohne Frage haben die Kassel Huskies bestimmt ein sehr gutes Jahr gehabt, aber das ist im Sport halt immer sehr vergänglich. Es geht wieder bei Null los. Die Huskies haben bestimmt eine gute Mannschaft, viele Nationalspieler, auch einen sehr guten Trainer und für uns immer ein beliebter Konkurrent, keine Frage. Man merkt erst immer später, was man aneinander hatte. Sie haben sich wieder auf Bernie Johnston zurückbesonnen, den ehemaligen Manager, der in der letzten Saison mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde. Jetzt ist er wieder da. Warum diese Entscheidung? Ja, mit Schimpf und Schande kann man jetzt auch nicht sagen. Es war einfach ein Moment in der Saison, wo wir Konsequenzen ziehen mussten im sportlichen Bereich. Das hat nicht nur den Bernie, das hat auch andere Positionen betroffen mit Trainer und Manager. Der Bernie, man sagt ihm nach, dass er wirklich die Fähigkeit hat, besondere Spieler aus dem Ärmel zu ziehen, eine Mannschaft mit einem Charisma zu stellen und einfach den Spaß wieder rüberzubringen. Und ich glaube, mit den Neuverpflichtungen, die wir jetzt schon getätigt haben, jetzt Anfang Juni, wird diese Mannschaft ein entsprechendes Gesicht haben. Was bei den Frankfurt Lions ja faszinierend ist, dass die Zuschauerresonanz nicht abreißt. Sie hatten einen Zuschauerschnitt, der bei 6000 Besuchern lag pro Heimspiel. Obwohl es sportlich ja, wie wir eben festgestellt haben, keineswegs immer gestimmt hat. Woran liegt das, diese Begeisterung? Wir haben in der Tat ein sehr, sehr treues Publikum im Rhein-Main-Gebiet. Eishockey selbst ist einfach ein Event, eine Sportart, die live sehr, sehr faszinierend ist. Das sehen die Leute auch. Aber natürlich ist die Stimmung besser und insgesamt haben wir ein ganz anderes Umfeld, wenn wir eben mehr gewinnen als verlieren. Und das war halt in der letzten Saison leider nicht der Fall. Wir gehen mit dem Anspruch in die Saison, dass wir einen gesicherten Playoff-Platz haben wollen. Das war auch im letzten Jahr der Fall. Das haben wir leider nicht erreicht. Entsprechend haben wir die Konsequenzen gezogen und denke, dass wir die Weichen auch gestellt haben. Mhm. Kommen wir doch mal zu einem Thema, was sehr häufig diskutiert worden ist, gerade im Eishockey. Das ist ja die Halle auch, die ja, sich in einem bescheidenen Zustand befindet. Wie sieht es denn da im Moment aus? Ist denn die Halle überhaupt noch zeitgemäß? Noch sind wir im Vergleich in der deutschen Eishockeyliga DL eigentlich im oberen Mittelfeld. Nur der Trend geht eindeutig zu den Arenen. Man hat es in Köln gesehen, in Nürnberg, in Hannover mit der Breusack Arena. Und wir müssen in der Tat aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Es muss in der nächsten Zeit in irgendeiner Form was passieren, sei es die jetzige Halle ausbauen oder eben eine neue Multifunktionshalle, in der wir mit 30, 35 Veranstaltungen im Jahr bestimmt einer der Hauptmieter wären. Wie weit sind Sie denn da mit der Planung, was eine neue Halle angeht? Ist das spruchreif oder ist das jetzt erstmal noch Wunschtraum?
Es ist auf alle Fälle ein Traum. Wir haben für die jetzt bestehende Halle am Ratsweg gibt es Umbaupläne, die einfach auf den heutigen Stand der Technik zu bringen. Wir hätten auch natürlich auch gerne ein Multifunktionsstadion, keine Frage, weil einfach der Trend dahin geht und wir kommen da nicht dran vorbei. Man muss Sponsoren und Fans einfach eine Attraktion bieten neben dem Sport selbst. Und als Event, um das zu verkaufen, brauche ich eben auch ein gewisses Umfeld. Das heißt, grundsätzlich wäre die Konsequenz, dass die Zuschauer wegbleiben, die Sponsoren auch, wenn alles beim Alten bleiben würde? Es ist so, wir sind in der jetzigen Zeit eigentlich nicht mehr steigerungsfähig. Das ist das Problem. Vorhin wurde hier eben über Etat und über finanzielle Mittel gesprochen. Wir sind jetzt Anfang Juni so, dass wir unsere Werbepartner am Mann komplett abgeschlossen haben. Wir haben unsere Sponsoren für die neue Saison stehen. Der Zuschauerschnitt von gut 6.000 ist eigentlich nicht mehr so viel zu steigern. Das heißt, wir sind an der Grenze angekommen. Und um mit dem Konzert der ganz Großen mitzuspielen, muss man in der Tat einfach an der Halle was ändern. Also wir haben keinerlei Vermarktungsrechte in der Halle. Das muss sich einfach in irgendeiner Form ändern. Da sind wir im Vergleich zu unserer Konkurrenz einfach hinten dran. Gut, bevor wir zum Thema Stadionneubau kommen. Peter Fischler, Präsident von Eintracht Frankfurt. Der teuerste Abstieg aller Zeiten. Kann man das so sagen? Also Abstieg, Rückblick auf die Saison? Also Abstieg ist immer teuer. Ja. Ich weiß nicht, ob es der teuerste aller Zeiten ist. Das ist sicherlich falsch. Klar, wir haben eine Mannschaft, die einen relativ hohen Etat hat. Das ist in der Bundesliga heute aber normal. Immer wer absteigt, liegt auf der Nase. Jetzt gilt es, dass wir wieder aufstehen. Warum ist denn die Eintracht, die seit Jahren zu den Stammmannschaften der Bundesliga gehört hat, zum zweiten Mal abgestiegen? Gut zu sehen, dass bei den Stammmannschaften ja nur noch der HSV dabei ist, hat also den einen oder anderen schon mal erwischt. Aber damit kann man ja zufrieden sein. Das ist ganz richtig. Aber es gibt eine Menge von Faktoren. Jeder, der darüber spricht, jeder Fan auf der Straße, hat dazu übrigens eine andere Meinung. Das ist auch legitim, weil man über Fußball ganz vernünftig diskutieren kann. Ich glaube einmal, dass wir die Spielstärke der Mannschaft überschätzt haben. Ich bin mir ganz sicher, dass die Neueinkäufe und die Verpflichtungen dieser Saison letztendlich nicht das gebracht haben, was wir uns alle davon erhofft haben. Wir haben natürlich auch Verletzungsprobleme, haben andere Mannschaften auch. Wir konnten sie zweifelsohne nicht so gut kompensieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und was sicherlich zum Ende der Saison zu sehen war, dass Motivation und das Mentale und die Einstellung und auch der Stolz auf den Adler, auf den Trikot, alle diese Dinge, die dazugehören heute in einem Mannschaftssport, um erfolgreich zu sein, sicherlich vom Level nicht da waren, wo wir uns das erhofft haben. Wir haben hier mal so eine kleine Statistik vorbereitet über die Performance, würde man an der Börse sagen, der Eintracht. Wenn man sich das so anschaut, ich halte es gerade mal in die Kamera, dann sieht man eigentlich, dass wir... Man könnte es gerade vergleichen mit der Börsenentwicklung, glaube ich, im letzten Jahr. Von einem sehr, sehr hohen Level ist es dann stetig nach unten gegangen. Um bei den Aktionären zu bleiben, als Investor Relations Manager müssen Sie sich da einige böse Worte anhören. Wie sieht es denn aus? Wie kam es denn zu dieser Entwicklung, die ja doch sehr, sehr deutlich ist, auch über die letzten Spielsaison? Das ist ja nicht nur das Problem der letzten Saison gewesen. Also ich will mich jetzt nicht rausretten, dass der neue Markt und dass wir ein Unternehmen der New Economy sind und lieber in der Old Economy zu Hause sind. Richtig ist eins, nach dem berühmten Tal ohne 5 Mark zahlen zu müssen und nach dem berühmten Berg, also die Spitzen der Börse, die Entwicklung können sie, wie antizyklisch die laufen können. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr hier stehen, dass die Spitze sehr weit nach oben geht, weil von der zweiten Liga in die erste. Aber insofern ein bisschen Spaß beiseite. Es gibt, jedes Jahr gab es unterschiedliche Dinge. Sie wissen, dass wir umstrukturiert haben. Der Verein wurde die gesamte Zeit letztendlich ehrenamtlich geführt. Da sind sicherlich die ein oder anderen Probleme entstanden. Budgets haben eine große Rolle gespielt, in dem Konzert der Großen mitzuspielen. Sicherlich auch Fehlentscheiden im Management haben dazu geführt, dass wir leider in der zweiten Liga sind. Ich bin aber sicher, dass wir gar nicht in der Historie so weit zurückgehen müssen, denn ich könnte Ihnen zumindest Headlines liefern der letzten 10 Jahre. Fußball 2000, Alfons Berg hat uns die Meisterschaft verpfiffen 1991. Eintracht-Spiele immer unter den ersten 2, 3. Wir haben international große Spiele gezeigt. Wir hatten eine Mannschaft, die traumhaften Fußball gespielt hat. Über viele Jahre im Waldstadion wurden große Fußballfeste gefeiert. Das konnte man nicht stabilisieren. Da sind Fehler passiert worden. Nachwuchsarbeit, Jugendarbeit, Talente an den Verein zu binden. Eine ganze Menge von Dingen. Einkaufspolitik hat eine Rolle gespielt und auch Budgets haben zweifelsohne eine Rolle gespielt. Und das gilt es zu verändern. Da haben wir einen starken Partner. Wir sind organisiert in der AG. Wir sind anders aufgestellt. Gehen wir ganz optimistisch in Zukunft, werden wir schaffen, irgendwann auch wieder international zu sein. Bei der Fehleranalyse haben Sie nicht auf die Trainer hingewiesen. Ist es richtig, dass Felix Magath zu spät entlassen worden? War es falsch, Rolf Domen als Trainer auf die Bank zu setzen?
Sie kennen das, im Fußball ist man nachhinein schlau. Richtig ist eins, dass wir mit Felix Magath wissentlich einen sehr komplizierten Trainer verpflichtet haben. Man weiß, wenn man den Neudeutsch-Track-Record sieht, dass Felix Magath in der Lage ist, aufgrund seiner körperlichen Fitness in der Mannschaft, aufgrund der Leistungsfähigkeit, seines Motivationstalents und seines Pushs in so einem Team kurzfristig sehr viel bewirken kann. Wir haben aber auch gesehen, dass die Mannschaft das nicht halten konnte. Wir haben auch gesehen, dass das Verhältnis Mannschaft und Trainer einfach nicht gestimmt hat. Und jeder, und das weiß mein Nachbar ganz genauso im Eishockey, wir haben eben darüber gesprochen, in dem Moment, wenn das Vertrauensverhältnis Mannschaft und Trainer gestört ist, müssen sie irgendwann reagieren. Klar. Wir haben nach 7 Niederlagen reagieren müssen. Rolf Dohmen bestimmt nicht die glücklichste Entscheidung. Er hat uns geholfen, 2 Spiele gewonnen, 1 unentschieden. Wir dachten, es funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Alles Faktoren, die letztendlich auch zum Abstieg geführt haben. Wir sind zu Recht abgestiegen, nicht mit Pech. Wir sind sicherlich abgestiegen, weil wir es sportlich nicht verdient haben. Sie haben jetzt dem Manager Friedel Rausch alle Vollmachten für den sportlichen Bereich übertragen. Wird der neue Trainer, der Schweizer Martin Andermatt, trotzdem ein Wörtchen mitreden können, wenn es um Neuverpflichtungen geht? Um Gottes Willen. Also ich glaube, da gibt es eine ganz deutliche Kompetenzteilung. Ich finde auch, dass wir hier eine Synthese gefunden haben, die ideal ist. Also Martin Andermatt ist erstmal ein sehr junger, sehr engagierter, sehr moderner Trainer, der ein sehr modernes Spielsystem pflegt, der sich um Nachwuchs kümmert, der eine Mannschaft bauen kann, der viel Kompetenz mitbringt. Auf der anderen Seite, wie heißt es so schön, das Kind einer Bundesliga und der Bundesliga. Ich glaube, dass wir mit Rausch einen Mann gefunden haben, der Kompetenz bringt im Aufbau, der Kompetenz bringt in einer Struktur für Längerfristigkeit. Aber Aufstellung macht der Trainer, sportliche Beratung und Hilfe macht Rausch. Das ist vernünftig organisiert. Haben wir ein gutes Team, werden wir erfolgreich sein. Also eine klare Trennung zwischen diesen beiden Absolut. Positionen. Absolut, genau so muss es sein. So, wir sind in der Zeit wieder sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich bedanke mich, dass Sie heute Abend da waren. Wir gehen zu einem weiteren Verein, der einige Probleme hatte in der letzten Saison, die Frankfurt Galaxy. Und auch da haben wir einen kleinen Film zu vorbereitet und den spielen wir jetzt mal ein für Sie. 10 Jahre Frankfurt Galaxy. Jubiläum für eine in Deutschland zumindest noch neue Sportart. 10 Jahre auch für ein neues Konzept von Sportveranstaltungen. Das Event Spieltag. Es begann in Frankfurt mit dem Erscheinen der Galaxy. Nicht allzu lange vor dieser Zeit beschränkte sich das Rahmenprogramm einer Sportveranstaltung noch auf den An- und Abpfiff des Schiedsrichters. Mit der Galaxy wurde das alles anders. Die Powerparty bereits Stunden vor dem eigentlichen Spielbeginn, tänzerische Darbietungen der Cheerleader, Vorprogramm und musikalische Untermalung. Das sind Elemente eines Unterhaltungskonzeptes, die mehr und mehr auch in traditionellen Sportarten wie Fußball oder Handball Eingang finden. Aber auch der Vorreiter, die Galaxy, kann nicht ganz ohne den sportlichen Erfolg auf dem Platz auskommen. Schlechte Leistungen auf dem Platz, sinkende Zuschauerzahlen. Auch für die Galaxy scheint dieses Gesetz zu gelten. Doch anders als bei den anderen Clubs in der Region hat dies nur eine untergeordnete Bedeutung für die direkte Finanzierung über Wohl und Wehe entscheidet die NFL, Mutterliga und Mitbesitzer der Galaxy. Immerhin ist die Galaxy inzwischen eines der Aushängeschilder der Main-Metropole geworden. Der Name Frankfurt, er wird via TV inzwischen jeden Frühling in über 27 Länder übertragen. Eine willkommene Imagepflege für Frankfurt. Ein Profit, der der Stadt vor 10 Jahren eher zufällig ins Nest fiel. Doch auch hier als Endspielort kommt Frankfurt mit dem Frankfurter Waldstadion bald nicht mehr in Frage. Auch Football-Lizenzen können umziehen. Im Hamburger Volksparkstadion wäre man mit einer Hamburg Galaxy sicher sehr glücklich. Land unter. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt eine illustre Runde um mich versammelt. Das wird Ihnen auch so gefallen, so viele Zuschauer und so viel Stimmung im Stadion. Frau Stab ist bei mir die Trainerin und erste Vorsitzende des ersten Frankfurter Frauenfußballclubs. Erfolgreiche Trainerin in diesem Jahr, sicherlich die erfolgreichste Mannschaft Frankfurts, deutscher Meister und Pokalsieger. Wie fühlen Sie sich eigentlich nach diesen Erfolgen? Ja, es ist ein tolles Gefühl. Die jahrelange Arbeit, die wir investiert haben mit einem langfristigen Konzept und das fruchtet jetzt. Und natürlich, wenn die Erfolge da sind, fühlt man sich am wohlsten. Also ich habe eben gefragt, ob Sie auch selbst Fußball gespielt haben. Sie haben es bestätigt, Sie haben im Mittelfeld gespielt. Aber ich nehme an, Sie laufen heute mit Ihren Spielerinnen auch noch fleißig über den Platz.
Das ist richtig so. Auch als Vorsitzende. Das gehört dazu. Man muss ja auch eine gewisse Vorbildfunktion ausüben. Und es ist auch ganz gut, wenn man sich noch fit hält. Und mit der Mannschaft in der Vorbereitung zu laufen, ist kein Problem für mich. Ja, mit Ihnen gekommen ist Siegfried Dietrich oder Sigi Dietrich, wie er meistens bekannt ist, Manager des Vereins. Und wie eine Zeitung neulich schrieb, der Uli Hoeneß des Frauenfußballs. Wie fühlt man sich denn so als Uli Hoeneß des Frauenfußballs? Ich glaube, ich bin der Sigi Dietrich und will der auch bleiben. Bin auch noch einige Jahre jünger, habe auch einiges vor. Am liebsten wäre ich genauso erfolgreich wie der Uli. Und wir haben mit dem ersten FFC Frankfurt ja einiges geleistet dieses Jahr. Und vielleicht kommt in den nächsten Jahren noch was dazu. Und dann gibt es vielleicht Nachfolger, die dann eventuell mit einem gewissen Namen Sigi Dietrich in Verbindung gebracht werden. Denn auch Frauenfußball ist ja, ich will nicht sagen eine Randsportart, aber wenn man das Zuschauerinteresse nimmt, sind sie noch nicht da, nehme ich an, wo sie eigentlich sein wollen. Ich las also bei der Vorbereitung beim letzten Spiel der Saison 750 Zuschauer und beim Pokalendspiel zu Beginn 8.000, am Schluss waren es vielleicht 20.000. Also sie sind noch etwas von Galaxy oder Eintracht und anderen entfernt, obwohl sie eben erfolgreich sind. Woran liegt es, dass die Zuschauer den Frauenfußball noch nicht so wahrnehmen oder nehmen Sie noch nicht ernst? Ja gut, wir sind noch eine sehr junge Sportart. Sicherlich sind wir auch eine Randsportart, aber wir Frauen haben uns über die Jahre jetzt von der Mitgliederzahl schon an erster Stelle gesetzt von allen anderen Frauensportarten. Und es ist halt so, dass natürlich wir noch vieles dafür tun müssen, um natürlich die Zuschauer in den Stadien zu gewinnen. Wir sind jetzt etwa 30 Jahre alt, also es ist noch ein langer Weg, um letztendlich diese Zuschauerzahl zu erreichen. Und sicher der eine oder andere, der jetzt Frauenfußball gesehen hat, ist begeistert, kommt auch wieder. Und wir haben also eine Zuschauerresonanz, die sich jährlich steigert und wir arbeiten daran. Ja, Herr Dietrich, was haben Sie vorgenommen für die nächsten Jahre? Sponsoren haben Sie ja schon, wie Sie erzählt haben und auch zeigen. In dem Sektor sind Sie also schon ganz erfolgreich, aber sportlich. Ich nehme an, das wird Ihr Hauptziel sein in den nächsten Jahren. Was können Sie eigentlich noch erreichen? Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, gibt es mehr? In diesem Jahr ist die Meisterschaft aufgewertet worden, dadurch, dass es einen UEFA-Pokal der Frauen geben wird. Das ist eine große Herausforderung für uns. Das gibt uns auch die Möglichkeit, aus dem regionalen Schema, in dem wir ja momentan noch ein wenig drin sind, in den nationalen Bereich überzugehen und uns auch international zu präsentieren. Und ich denke, das wird einiges auch mehr an Interessenten finden für unseren Sport. Wenn man die Nationalmannschaft sieht, zu diesen Spielen kommen schon einige tausend Zuschauer. Wenn es um wichtige Spiele geht, auch mehr Zuschauer. Mittlerweile sind die Spiele der Nationalmannschaft auch live in ARD und ZDF. Das heißt, auch einen gewissen Stellenwert haben wir. Und wenn ich sehe, was in Amerika passiert, wie der Frauenfußball dort eine Rolle spielt, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Das eine oder andere ist von drüben schon hierher gekommen. Man kann es zwar nicht eins zu eins umsetzen, aber es gibt einige Ideen, es gibt Möglichkeiten, das, was man drüben propagiert, auch hier umzusetzen. Wir müssen attraktiveren Fußball spielen, wir müssen das Umfeld noch verbessern. In Frankfurt versuchen wir, ja, so eine Art Vorzeigeverein zu sein. Versuchen ein bisschen das vorzuleben, wie die Liga sich in Zukunft auch gestalten sollte, im einzelnen Verein jeweils. Wir sind auf einem recht guten Weg, die Akzeptanz wird immer größer, das Rhein-Main-Gebiet kennt uns und in Deutschland sind wir durch die Pokalendspiele auch bekannt. Wir arbeiten dran, ich gehe davon aus, dass in 3 bis 5 Jahren, dass der Frauenfußball dann wahrscheinlich weiter noch im Rampenlicht steht. Sie sind ja nicht die einzige Frankfurter Mannschaft, das darf man ja hier, glaube ich, ruhig mal sagen. Belebt das den Frauenfußball, dass sie hier die direkten Lokalduelle haben? Oder ist es ihnen lieber gegen, ich vergesse die Namen, Wasweiler ist mir bekannt, oder wen ist Brauweiler, da alles? Brauweiler, Flasheim und so weiter. Das sind ja Namen, die eigentlich den Sportinteressierten relativ wenig sagen. Mhm. Aber das zeigt eben auch, dass der Frauenfußball einen anderen Weg genommen hat als der Herrenfußball. Ja, also die Derbys waren immer besonderer Art. Letzten 2 Jahren war es vielleicht nicht ganz so vom Sportlichen her. Da war der Leistungsunterschied doch etwas größer. Aber ich denke, in der neuen Saison werden wir wieder eine sehr starke FSV-Mannschaft vorfinden. Und die Zuschauer wollen das hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir hatten also auch schon 2000 Zuschauer zu den Derbys gehabt. Also da war großes Interesse da. Und ich denke, Frankfurt lebt von diesen zwei Vereinen, dass auch eine gewisse Konkurrenz da ist, dass man sich gegenseitig auch versucht, so ein bisschen hochzuschauen. Auch die Spielerinnen, die gehen mal von links nach rechts. Das ist also immer so ein Wechselspiel. Aber letztendlich ist Hessen auch über die Jahre sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, zum 10. Mal haben die den Länderpokal geholt mit beiden Mannschaften. Also kann man sagen, dass hier der Frauenfußball eine wirkliche Hochburg hat.
Gut, das ist sicherlich ein erfreuliches Zeichen für Frankfurt. Wie sieht es für die nächste Saison aus? Haben Sie sich verstärkt? Gibt es noch Stärkungsmöglichkeiten, frage ich mal so, wenn man schon Meister und Pokalsieger ist? Ich denke, wir können uns noch ergänzen. Wir haben eine super Mannschaft mit 7 Nationalspielerinnen, die Frau Stab zur Verfügung hat. Und wir brauchen natürlich noch eine Anzahl an Spielerinnen, die auch darum kämpft, die jetzt momentan im Rampenlicht stehen, ein bisschen vielleicht zu verdrängen oder auch in dieser Position zu spielen. Das heißt, es sollte ein gesunder Wettkampf da sein. Und da ist die Frau Stab jetzt auch auf der Suche, beziehungsweise wir beide sind auf der Suche, da die geeigneten Persönlichkeiten zu finden, die sich da einbinden können. Und unser Ziel ist es im nächsten Jahr, die Meisterschaft und den Pokal zu verteidigen. Und unser Ziel ist es vor allem, uns international mit einzubinden, in der Form, dass wir da auch erfolgreich aufwarten. Und wie groß ist Ihr Kader so in einer Saison? Vielleicht Frau Stab. Ja, wir haben 20 Spielerinnen. Wir sind ja ein Verein, der nicht nur aus einer ersten Bundesligamannschaft besteht. Wir sind der einzige deutsche Verein, der 4 Frauenmannschaften im Spielbetrieb haben. Wir sind also mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, die zweithöchste Spielklasse. Die dritte ist in der Landesliga, die vierte in der Bezirksoberliga. Also da versuchen wir alle Leistungsbereiche abzudecken. Wir haben 4 Mädchenmannschaften. Das heißt, auch im Nachwuchsbereich wird sehr viel getan, um letztendlich da auch die Zukunft zu sichern. Und ich denke, wir sind genügend Spielerinnen, wir sind eine große Familie, wir haben ein schönes Zuhause am Brentanobad, ein sehr, sehr schönes Stadion. Die Stadt Frankfurt hilft uns in jederlei Hinsicht für das Turnier, das auch am 11. 12. August, das Eröffnungsturnier, stattfindet. Und wir haben da volle Unterstützung und fühlen uns da sehr, sehr wohl. Es freut mich, dass ein Verein auch mal zufrieden ist mit dem, was die Stadt bietet. Man hört ja so manches andere. Aber noch an Sie die Frage, Sie sind Trainerin und das war ja lange Zeit auch eine Männerdomäne. Auch der Frauenfußball ist ja, was die Nationalmannschaft, die Vereinsmannschaften betrifft, lange Zeit von Männern betreut worden. Wie sieht es denn heute aus mit den Frauen? Ja, es ist immer so, dass jedes Jahr mehr Frauen den Fußballlehrer auch bekommen, sprich auf der Sporthochschule in Köln. Also die Fußballlehrerlizenz bedeutet ja auch, dass man Herrenbundesliga trainieren kann. Die A-Lizenz ist als Auflage vom DFB vorgegeben. Es gibt einige Frauen, die auch in der Frauenbundesliga tätig waren oder auch sind. Und sicherlich müssen auch in diesem Bereich noch mehr getan werden, dass wir Frauen auch mehr das Ruder übernehmen, dass wir Frauen auch sicherlich mehr einfach die Erfahrung haben, mit Frauen auch umzugehen. Und ich wünsche mir, dass wir da auch noch mehr Frauen haben, die in diesem Bereich tätig sind. Also im Sport gibt es das ja zumindest bei den Reporterinnen bereits, dass jetzt einige da sind, die auch wirklich was vom Fach verstehen. Bei den Frauen, ich glaube, es ist inzwischen auch so weit, aber es wäre sicherlich wünschenswert, wenn mehr käme. Ich muss mal sagen, ich habe gelegentlich mal bei Frauenfußball-Länderspielen reingeschaut und ich habe eine Zeit lang den Eindruck gehabt, die spielen besser als die Männer. Inzwischen hat sich ja bei den Männern wieder etwas gebessert, aber es war sicherlich auch mal interessant zu sehen, dass im Frauenfußball doch die Entwicklung wesentlich schneller vorangegangen ist zu einem modernen Spiel mit langen Pässen und so, was man ja eigentlich bei den Männern jahrelang kaum gesehen hat. Vielleicht haben Sie da auch den Männerfußball befruchtet. Ja, ich denke mal, was bei uns auch der große Unterschied ist, dass die Frauen alle sehr mit viel Leidenschaft, mit sehr viel Spaß an der Sache spielen. Es ist das Herz, das dabei ist, der Einsatz stimmt. Wir haben sehr viel technische Kombinationen. Wir legen mehr Wert auf die Einzelaktionen, Doppelpass mit Flanken und Torabschluss. Es ist also die Athletik, die jetzt auch besser geworden ist. Aber ich denke, der Männerbereich hat da so seine eigenen Tücken. Es ist sehr im taktischen Bereich sehr, sehr viel gearbeitet worden, auch im Frauenbereich, und trotzdem läuft der Ball. Und das ist auch so, gerade der Präsident von Eintracht Frankfurt, der ja hier zu Gast war, der auch sehr erstaunt war über die Leistung der Frauen und sagte doch, dass hier das Fußballspiel einem mehr Spaß macht als das ein oder andere Spiel der Eintracht. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Mädchen früher auch in die Spitzenmannschaften hineinwachsen, dass da noch mehr Begeisterung drin ist oder dass sie nicht so früh in taktische Korsetts gezwängt werden, wie es ja bei B-Jugendmannschaften im Männerfußball eigentlich seit langer Zeit ja schon zu beobachten ist. Ja, also ich denke, die Frauen und die Mädchen spielen Fußball und das sollte man auch gerade in den jüngeren Bereichen tun. Wir haben natürlich jetzt auch die Intensität des Trainings erhöht. Wir trainieren 4 bis 5 Mal in der Woche und dadurch sind natürlich auch die Leistungen automatisch verbessert. Und es ist also, dass eine Birgit Prinz oder eine Doris Fitschen, die ja, denke ich, schon das Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs sind, die sind natürlich groß geworden in jungen Mannschaften, haben da in jungen Mannschaften gespielt, haben da natürlich auch eine dementsprechende Voraussetzung, körperliche Voraussetzung, und denen macht es halt wirklich Spaß, Fußball zu spielen, und das zeigen sie in jedem Spiel und sind immer mit vollem Einsatz dabei. Ja, vielen Dank,
Frau Stab und Herr Dietrich, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es war ein bisschen eng mit der Terminlage, aber es ist toll, dass es geklappt hat. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielleicht werden wir von Ihnen noch viel mehr hören dann auf europäischer Ebene. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin für Ihren sportlichen Weg. Danke. Dankeschön. So, ich übergebe an Joachim Storch. Und jetzt sollte ja eigentlich nochmal der Beitrag kommen zum Thema American Football, Frankfurt Galaxy, der Beitrag zum Thema American Football, der eben schon mal gelaufen ist. Aber es waren eigentlich schöne Bilder und wir haben uns entschieden, wir gucken sie nochmal an und das aus aktuellem Anlass, denn wir haben jetzt gleich... Wir bringen diesen Beitrag nochmal, ja genau. Denn wir haben ja jetzt die Gesprächspartner, beziehungsweise den Gesprächspartner, den General Manager Tilman Engel hier und da sollten wir uns diesen Beitrag auch nochmal anschauen. Schöne, faszinierende Bilder vom American Football im Frankfurter Waldstadion. Für eine in Deutschland zumindest noch neue Sportart. 10 Jahre auch für ein neues Konzept von Sportveranstaltungen. Das Event Spieltag, es begann in Frankfurt mit dem Erscheinen der Galaxy. Nicht allzu lange vor dieser Zeit beschränkte sich das Rahmenprogramm einer Sportveranstaltung noch auf den An- und Abpfiff des Schiedsrichters. Mit der Galaxy wurde das alles anders. Die Powerparty bereits Stunden vor dem eigentlichen Spielbeginn, tänzerische Darbietungen der Cheerleader, Vorprogramm und musikalische Untermalung. Das sind Elemente eines Unterhaltungskonzeptes, die mehr und mehr auch in traditionellen Sportarten wie Fußball oder Handball Eingang finden. Aber auch der Vorreiter, die Galaxy, kann nicht ganz ohne den sportlichen Erfolg auf dem Platz auskommen. Schlechte Leistungen auf dem Platz, sinkende Zuschauerzahlen. Auch für die Galaxy scheint dieses Gesetz zu gelten. Doch anders als bei den anderen Clubs in der Region hat dies nur eine untergeordnete Bedeutung für die direkte Finanzierung über Wohl und Wehe entscheidet die NFL, Mutterliga und Mitbesitzer der Galaxy. Immerhin ist die Galaxy inzwischen eines der Aushängeschilder der Main-Metropole geworden. Der Name Frankfurt, er wird via TV inzwischen jeden Frühling in über 27 Länder übertragen. Eine willkommene Imagepflege für Frankfurt. Ein Profit, der der Stadt vor 10 Jahren eher zufällig ins Nest fiel. Doch auch hier als Endspielort kommt Frankfurt mit dem Frankfurter Waldstadion bald nicht mehr in Frage. Auch Football-Lizenzen können umziehen. Im Hamburger Volksparkstadion wäre man mit einer Hamburg Galaxy sicher sehr glücklich. Ja, es geht weiter mit hochkarätigen Gästen. 2 General Manager haben wir hier gleich. Einmal Tilman Engel von Frankfurt Galaxy und Dr. Gunnar Wöbke von den Opel Skyliners. Aber wir hatten eben im Filmbeitrag das Thema American Football und deswegen die erste Frage an Tilman Engel. Was ist los in Frankfurt? Warum läuft's nicht? Okay, ich kann natürlich nur erstmal für die Galaxy sprechen. Letztes Jahr haben wir nicht so gut gespielt. Wir haben, nachdem wir die Meisterschaft 99 glorreich und deutlich gewonnen haben, letztes Jahr einen gewissen Einbruch erlitten. Wir haben nur noch 4 von 10 Spielen gewonnen. Es hatte sehr viel damit zu tun, dass unser damaliger Headcoach, Dick Curl, aus nicht immer nachvollziehbaren, eigentlich nicht nachvollziehbaren Gründen die Quarterbacks gewechselt hat. Das war ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass wir einige Spiele, und zwar zu viele, letztes Jahr verloren hatten. Trotzdem. 2000 waren wir ein Spiel vom Endspiel entfernt. Klingt zwar jetzt so in der Retrospektive weit weg, war aber so. Faktisch richtig. Ja. Faktisch ist es richtig. Klar. Dieses Jahr haben wir uns das Ding natürlich ganz anders vorgestellt. Neuer Coachingstab, neuer Headcoach, der auch einen ganz anderen Ansatz hatte, immer noch hat. Nur wir haben nicht das bringen können, spielerisch auf dem Feld, was wir uns vorgenommen haben. Es hat einmal damit zu tun, dass 2 von den 3 Hauptmannschaftsteilen, Offense, Defense und Special Teams, vor allem die Special Teams, durch die Bank die ersten 4, 5 Spiele lang sehr viele Fehler gemacht haben. Und ich meine, eins muss man sagen, wir haben die beste Verteidigung, die beste Defense dieser Liga. Also gegen Düsseldorf haben wir nicht mal einen Touchdown zugelassen. Wir haben letzte Woche am Samstag in Barcelona sehr lange sehr gut gespielt gegen die absolut beste Angriffsmannschaft der Liga. Nur so eine Mannschaft bei uns besteht aus 3 Teilen. Die Special Teams haben, wie es so schön heißt auf Englisch, underperformed. Also richtig deutlich ihren Job nicht gemacht. Wir geben zu häufig den Ball ab in für uns schlechten Situationen und wir haben es nur wirklich geschafft, alles, was gegen uns laufen könnte, wirklich auch gegen uns auf die Reihe zu kriegen. Wir haben im Spiel gegen Düsseldorf, ist uns ein Touchdown aberkannt worden, kann ich jetzt nur sagen, krasse Fehlerentscheidung, also habe ich selten gesehen.
In Mannschaftsteilen klappt es zum Teil nicht. Unser Angriff hat nicht das produziert, was er produzieren sollte. Und die Verteidigung alleine kann ein Spiel ganz alleine nicht gewinnen. Das Ergebnis ist leider, dass wir trotz guter Einzelleistungen einzelner Spieler, einzelner Mannschaftsteile gesamt nicht so gut dastehen. Ja, dann kommt die Verletzten-Misere noch dazu. Quarterback Mike Bishop hat sich, glaube ich, in den Flieger setzen müssen, ist zur Behandlung in die USA geflogen. Verletzungen kommen eben auch noch dazu. Also ganz entscheidender Faktor, wir haben beide Quarterbacks schon vor 2 Wochen verloren, Kevin Thomas und Michael Kevin Bishop Thomas im gleichen Spiel. Ich meine, wie soll ich das vergleichen? Es ist so, als ob man im Fußball Libero und Torwart verliert und keinen Ersatz auf irgendeine dieser Positionen hat. Das ist halt bei uns passiert. Wir haben jetzt einen Ersatzspieler sehr rasch eingeflogen. Wir hatten innerhalb von 10 Stunden, nachdem wir wussten, dass beide draußen sind, einen ersten Ersatzquarterback da, Lionel Hayes. Wir haben unendlich andere Positionen völlig neu besetzen müssen. Im Moment haben wir einen Defensive End, also einen der wichtigsten Verteidigungsspieler, der war bei uns nur Practice Squad Player, also ein Spieler, der wirklich nur da ist, um mit der Mannschaft zu trainieren und für den Fall, dass jemand ausfällt, eingesetzt zu werden, so als Ersatz des Ersatzes für den Ersatz. Wir haben diesen Mann Jeremy Butler jetzt auf einmal von seiner Position Linebacker auf Defensive End stellen müssen. Und das machen wir auf sehr vielen Positionen nach diesen unendlichen Verletzungen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so 10 Spieler durch Verletzungen verloren in dieser laufenden Saison, dort noch etwas auf die Reihe zu kriegen. Aber die Saison ist nicht vorbei. Die Mannschaft weiß zwar natürlich, dass wir dieses Endspiel nicht mehr erreichen werden, aber die letzten 3 Spiele werden sie spielen mit allem, was sie können. Vor allem die Defense wird ihr Bestes geben. Special Teams kommen jetzt langsam zusammen und jetzt in der 3. Trainingswoche zeigt unser neuer Starting Quarterback Lionel Hayes auch sehr viel positive Sachen, hat im Spiel gegen Barcelona Dragons dann in den letzten Minuten noch einen Touchdown gemacht. Jetzt ist der Frankfurt Galaxy, wurde ja oft behauptet, dass die Zuschauer, die sich die Spiele beim American Football ansehen, gerade bei Frankfurt Galaxy, nicht immer unbedingt Sportfachleute sind, sondern wegen der Show, der Vorfeldparty und der ganzen Umfeld-Events das Stadion besuchen. Es ist aber mittlerweile so, dass die Zuschauerzahl doch zurückgegangen ist. Beim deutschen Derby zwischen Düsseldorf-Rheinfeier und Frankfurt Galaxy kamen etwa 10.000 Zuschauer weniger ins Stadion. Das liegt doch mit Sicherheit daran, dass Frankfurt Galaxy als Sechster, als Letzter in der Tabelle auftaucht. Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Ist natürlich auch so, es war gleichzeitig Abschlusstag vom Hessentag. Und ganz wichtiger Faktor, unsere lieben Kollegen aus Düsseldorf, Ryan Fire, die haben früher mal 4.000, 5.000 Leute mitgebracht zu solchen Spielen. Die haben nur 1.000 mitgebracht. Und dann kommt euch dazu, wir spielen jetzt das 2. Jahr in Folge nicht gut. Zumindest nicht gut genug, um halt das große G für Gewinn oder Win dastehen zu haben. Und der andere Beweis dafür, dass den Leuten der Sport wichtig ist, natürlich, der ist erbracht worden. Nur es hängt eben von allen Faktoren. Es ist die Gesamtveranstaltung, es ist die sportliche Seite und es ist nicht überraschend, wenn man viele Spiele verliert, dass es dann Einfluss hat auf die Zuschauerzahlen. Allerdings, das muss ich auch sagen, es hat andere Jahre gegeben, das letzte ist nicht so weit zurück, 99, hat Galaxy die meisten Zuschauer aller Zeiten gehabt. Das heißt, das Potenzial ist hier in Frankfurt, in dieser Region, für diesen Sport, für American Football, ungeheuer stark. Und das haben wir bewiesen und wir werden es auch wieder beweisen. Jetzt ist ja immer wieder auch Kritik laut geworden an dem ganzen System der Liga hier in Europa generell. Da ist von Farmteam gesprochen worden, dass die Spieler hier nur ausgebildet werden, um dann in Amerika weiterzuspielen. Geht es wirklich nur um diese Sache oder welchen Stellenwert hat eigentlich der sportliche Erfolg hier? Wie aussehen Sie sich zu sowas? Naja, zum sportlichen Erfolg, wie bereits gerade gesagt, der sportliche Erfolg ist ein ganz elementarer Bestandteil dieses anderen Teils, der wichtig ist, nämlich irgendwo einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Unsere Liga per se, insgesamt als NFL-Europa-Liga, ist ein Zuschussbetrieb der NFL in den USA. Und die stecken jedes Jahr, seitdem sie das machen, sehr, sehr viel Geld da rein. Und es gibt jetzt keine Anforderung, die heißt, ihr müsst in 5, in 10 oder in 20 Jahren auf einmal einen Gewinn einfahren. Ich meine, diese Liga hat einige 100 Millionen Dollar in dieses europäische Abenteuer gesteckt. Da gibt es keine Erwartung, dass das Geld jemals zurückkommt. Nur es gibt eine Erwartung, dass sich das Ding insgesamt positiv entwickelt, was Zuschauerzahlen angeht, was Fanartikelverkäufe angeht. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die heißt, wir kriegen Spieler aus den USA geschickt, damit sie hier spielen, damit man sehen kann, wie gut sie sind. Nur das sind 2 Arme. Der eine Arm ist die wirtschaftliche Entwicklung, die Marktentwicklung und die andere Geschichte ist natürlich Spielerentwicklung. Und es ist sehr wichtig, die beide parallel laufen zu lassen. Dazu muss ich aber sagen, ein Unternehmen wie die NFL und wer die NFL kennt, ist natürlich daran interessiert, dass so etwas kein Fass ohne Boden ist. Deshalb muss ich eigentlich diese Behauptung insoweit zurückweisen. Es gibt da 2 Arme und andere Vereine, andere Fußballvereine in Deutschland, in Europa machen nicht viel anderes.
Sie haben halt gute Spieler und wenn sie so richtig gut geworden sind, geben sie die an die Top-Profi-Vereine der Champions League ab, die ihnen nämlich dann zig Millionen im Jahr zahlen, weil sie selber diese finanziellen Leistungen nicht mehr tragen können. Wir machen das ein bisschen anders, wir kriegen einen Großteil unserer Spieler zugeteilt, aber das System bei uns ist nicht viel anders als in allen anderen Profisportarten auch. Mhm. Gut. Jetzt zu Dr. Gunnar Wöbke, Opel Skyliners. Ist das Experiment geglückt, einen Bundesligisten von einer anderen Stadt hier nach Frankfurt zu verpflanzen? Wie ist Ihre Bilanz nach 2 Jahren Basketball in Frankfurt am Main? Also man muss die Antwort ist ja, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt an dieser Stelle die Sendung nicht beenden müssen. Nö, ich bleibe noch ein paar Minuten da. Danke. Man muss das Ganze natürlich von unterschiedlichen Seiten betrachten. Tilman Emgel hat es eben gesagt, das eine sind sportliche Erfolge, das andere ist natürlich, wie etabliert man sich als Club, wie entwickelt man sich nach vorne, damit man es irgendwann schafft, auf europäischem Top-Niveau sich zu etablieren. Das ist ein ganz klares Unternehmensziel oder ein Ziel der Opel Skyliners, dass wir nicht nur in der Bundesliga uns etablieren, sondern auch auf europäischem Top-Niveau. Und da sind sehr, sehr viele Faktoren, die beeinflusst man zum Teil selber durch sportlichen Erfolg. Der hat im letzten Jahr super gestimmt durch den Pokalsieg. Da waren wir sicher ein bisschen besser, als wir uns das vorher erträumt hätten. Das hat Erwartungshaltungen geweckt, die wir dieses Jahr überhaupt nicht erfüllen konnten. Dieses Jahr waren wir schlechter, als wir uns das selber erhofft hatten in der Basketball-Bundesliga. Muss man ganz klar sagen, dass wir bis auf die Playoff-Spiele gegen Alba Berlin, wo wir es dann geschafft haben, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Stefan Koch nächstes Jahr nicht mehr Trainer ist, das Team doch noch mal gemeinsam zu motivieren und zu guten Leistungen zu bringen. Und damit vielleicht noch einen versöhnlichen Saisonabschluss hinbekommen haben. Über die Gesamtsaison gesehen ist es sportlich natürlich nicht erfreulich. In den anderen Bereichen, muss ich ganz klar sagen, haben wir uns so weiterentwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben mit dem TV Langen Kooperationspartner, wo einer unserer Assistant-Coaches vom letzten Jahr nächstes Jahr Headcoach wird. Das heißt, wir können diese Basketballakademie-Jugendkonzept sehr intensiv leben. Wir haben mit dem MTV Kronberg einen Club, wo wir das auf anderem Niveau oder auf etwas tieferem Niveau starten können. Wir sind dieses Jahr bis Ende August in mindestens 30 Schulen gewesen und haben über 30.000 Schüler mit dem Thema Basketball beschäftigt und haben die Begeisterung gesehen, die diese Schüler hatten. Also in diesen ganzen Bereichen sind wir weitergekommen. Zuschauermäßig ist es für uns natürlich auch so, dass wir durch die sportlichen Misserfolge, die wir ab Dezember hatten, einen kleinen Knick hinnehmen mussten. Bis Dezember hatten wir einen Zuschauerschnitt von 3.000 Zuschauern in der Bundesliga, was für uns super ist. Letztes Jahr waren es 2.200 gewesen. Zum Saisonabschluss waren es dann nur 2.500 im Schnitt, was natürlich auch wieder eine Weiterentwicklung von 300 im Schnitt ist. Also auch da sind wir trotz der sportlichen Erfolge oder Misserfolge ein bisschen weitergekommen. Und das ist natürlich, wenn man das insgesamt betrachtet, dennoch als ein einigermaßen zufriedenstellendes Jahr zu bezeichnen. Wenn die Akzeptanz nicht gewaltig gesteigert wird, kann es sein, dass die GmbH-Geschäftsführung sich dann eines Tages, beziehungsweise die GmbH-Gesellschaft sich eines Tages entscheiden, keinen Basketball mehr hier in Frankfurt spielen zu lassen? Die Akzeptanz ist sehr gestiegen. Es ist überhaupt kein Thema, die Lizenz irgendwo anders hinzugeben. Also wir haben das Thema eben gehört, dass die Galaxy vielleicht demnächst in Hamburg spielt oder dass es da ein Interesse ist. Die GmbH-Gesellschafter sind Frankfurter, das sind Frankfurter Unternehmen, Unternehmer, die sich mit dem Thema Basketball auseinandersetzen und die wollen hier das Thema Basketball etablieren. Und alles, was in diesen Bereichen mit Doppellizenzen, mit jungen Spielern, mit Kooperationen, mit Schulen, mit Balldays und so weiter abläuft, ist natürlich genau, was sie wollen. Und von daher ist es so, dass die Entwicklung sehr, sehr positiv ist. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Spielstätte der Ballsporthalle in Frankfurt am Main Höchst und wie ist die Unterstützung der Stadt Frankfurt? Also einer der wesentlichen Gründe, warum wir damals gesagt hatten, Frankfurt ist eine geeignete Stadt, hat natürlich auch mit der Ballsporthalle und der Unterstützung der Stadt zu tun, die wir uns erhoffen. Und wir müssen sagen, dass die Ballsporthalle eine ganz hervorragende Spielstätte ist. Sicher mit der Halle in Berlin die zweitbeste Halle der Basketball-Bundesliga, in der Basketball gespielt wird. Und das sieht man auch an der Vielzahl der TV-Übertragungen, die wieder diese Saison stattgefunden haben aus der Ballsporthalle. Das hat einfach mit den hohen Qualitätsstandards zu tun, die wir in dieser Ballsporthalle bieten können. Die Unterstützung der Stadt einzufordern, macht man sicher immer gerne und ist auch für uns ein sehr, sehr interessantes Pflaster zukünftig in Bereichen, die wir selber nicht wirklich beeinflussen können. Mein Traum ist es zum Beispiel, dass wir für unsere Basketballakademie eine Spielstätte haben, wo Leute, die Basketball spielen wollen, den ganzen Tag über einfach nur hinzugehen brauchen und wissen, da kann ich in einer Halle Basketball spielen. Oder Jugendliche auch um 24 Uhr, wenn sie mal irgendwann Nationalspieler werden wollen und sagen, ich möchte nicht in die Disco gehen, sondern ich möchte jetzt
Basketball spielen in einer vernünftigen Halle, wo man den Schlüssel geben kann und sagt, geh dahin und spiel. Mhm. Das ist der Wunsch und für solche Maßnahmen ist es natürlich absolut erforderlich, dass eine Stadt, die sich Sportstadt nennt, auch engagiert, weil das können wir nicht alleine, das können wir nicht leisten. Und ich hoffe, dass wir in diesem Bereich in der nächsten Saison ein gutes Stück weiterkommen werden. Anderes Problem ist, die viele Spieler wandern nach einem Jahr wieder abwechselnd zu anderen europäischen Vereinen, die mehr zahlen, Griechenland, Italien, Spanien, dort werden teilweise bis zu fünffach höhere Saläre gezahlt. Ist das ein Problem für die Zuschauer, dass sie sich mit dem Verein nicht mehr identifizieren können, weil ein ganz permanenter Wechsel stattfindet von Saison zu Saison? Also ich bin der festen Überzeugung, dass es zum einen für einen Club sehr wichtig ist, dass er versucht, mit möglichst vielen deutschen Spielern zu spielen. Das hat über Identifikation mit Nationalmannschaft und so weiter zu tun. Man gucke sich Bayern München, Man U oder Real Madrid an. Da liegt immer die Basis im eigenen Land an Spielern, die man sicher nach vorne bringen möchte und versucht es dann durch qualitativ hochwertige Spieler aus dem Ausland zu ergänzen. Beim Basketball sind es eben wenig deutsche Spieler, sind es hauptsächlich Südosteuropäer und Amerikaner. Bei uns ist es nicht so. Wir haben neben Alba Berlin ein deutsches Team, das ergänzt ist. Und wir werden auch an dieser Konzeption weitermachen, weil wir einfach an den Gesamterfolg nur glauben, wenn nicht nur wir uns weiterentwickeln, sondern wenn sich der deutsche Basketball insgesamt weiterentwickelt. Natürlich ist es eine Zielsetzung, dass man Spieler, und das ist eigentlich der zweite Faktor, auf den ich hinauskommen wollte, möglichst versucht, langfristig zu binden, wenn sie den sportlichen Qualifikationen entsprechen. Und sobald sie das nicht mehr tun, muss man natürlich auch aktiv werden. Wir spielen nächstes Jahr Europa-Liga, haben da im letzten Jahr nicht so toll gespielt. Und da müssen wir nächstes Jahr sicher eine bessere Leistung bringen, wenn wir uns dafür die Zukunft positionieren wollen. Und da wird es natürlich auch den einen oder anderen Spielerwechsel bei uns geben. Das kann nicht ausbleiben. Also zukünftig positiv positionieren wird in der wunderschönen Frankfurter Ballsporthalle mit Sicherheit nicht schwer fallen. Wir haben einige Aufnahmen aus der Ballsporthalle von den Opel Skyliners für Sie vorbereitet. Basketball. Eine Sportart, die in Frankfurt viele Jahre ein Aschenputtel-Dasein unter dem Dach der Eintracht führte. Doch seit 2 Jahren hat sich für die Fans dieser Sportart einiges verändert. In der Ballsporthalle Höchst wird heute wieder in der höchsten Spielklasse Basketball gespielt. Möglich wurde das durch den Umzug einer Lizenz von Rhöndorf nach Frankfurt. In der heutigen Sportlandschaft eine zunehmende Entwicklung. Die Abkehr von der traditionellen Struktur über Verein, Dach und Landesverbänden hin zu eventorientierten Sportveranstaltungen, deren Durchführung von gewinnorientierten Gesellschaften organisiert werden, ist ein Phänomen, das nicht allein auf Basketball beschränkt bleibt. Ein Publikum für Veranstaltungen dieser Art muss natürlich erst gewonnen werden. Ein langer, nicht zuletzt finanzieller Atem ist dazu nötig. Die Skyliners scheinen diese Ausdauer an den Main mitzubringen. Doch der Ausgang des Abenteuers Neuansiedlung, noch ist er ungewiss. Ja, das war's zum Thema Opel Skyliners. Jetzt mal eine Frage an Tilman Engel. Wir hatten eben das Thema angesprochen, dass es eventuell in Frankfurt demnächst kein American Football mehr gibt. Dem ist aber nicht ganz so, oder? Nee, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Also was von Hamburg Galaxy habe ich noch nie was gehört. Zumal Hamburg ja durch die Blue Devils in der ersten Football-Bundesliga prima positioniert ist. Es ist so, dass wir natürlich derzeit mit dem Thema Stadionneubau hier in Frankfurt, neuer Stadionbetreiber, da neue Zukunftsperspektiven haben, die sich aber für uns noch nicht so ganz erschließen. Und wir sehr daran interessiert sind, sowohl mit der Stadt wie mit diesem Stadionbetreiber diese Gespräche zu führen, wie das schon im Sommer 2002, wenn das Stadion umgebaut wird, hier aussieht. Es ist nicht so, dass die Galaxy in Hamburg spielen wird. Ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt gerade, ähnlich wie das die Skyliners gemacht haben, haben uns jetzt sehr stark im Amateur-Football engagiert. Wir werden jetzt hier eine örtliche Mannschaft, die Rüsselsheim Razorbacks, sehr intensiv unterstützen, damit die auch dieses Jahr auf dem obersten deutschen Spielniveau spielen können. Es gibt nämlich sonst zwischen Stuttgart und Köln eigentlich keinen Erstliga-Football mehr. Und wir werden das in den nächsten Jahren sukzessive ausbauen, um eben National Players zu entwickeln, um im Amateurbereich viel mehr Kinder und Jugendliche an unseren Sport heranzubringen, Jugend-Cheerleader-Truppen zu haben. Das ist für uns eine ganz erhebliche Investition, sowohl finanzieller Art wie aber auch konzeptioneller Art in diesen Standort. In dem Zusammenhang des neuen Stadions gibt es natürlich einige Themen, die auch in den Zeitungen diskutiert sind, aber
zum Thema Hamburg Galaxy kann ich nur sagen, da ist nichts dran. Also gut, wir müssen keine Angst haben. Kontinuierliche Basisarbeit weiterhin in Frankfurt. Und am Samstag, Kickoff 19.04 Uhr nehme ich an. Wie immer, wer ist der Gegner? Wir spielen am Samstag gegen die Amsterdam Admirals. Möchten die eigentlich auch auf dem Weg ins Endspiel stoppen, weil wenn wir die Admirals schlagen, dann kommt Berlin Thunder rein und ist immer noch besser, dass einer von uns dabei ist, als einer von denen. Gut. Head Coach Doug Graber hat gesagt, dass die Saison einem Albtraum gleicht. Denken Sie, dass sich das noch ändert in den nächsten Spielen, dass er besser schlafen kann in Zukunft, der Head Coach? Ich gehe davon aus, dass wir noch einiges an Potenzial haben. Das Wort will ich jetzt eigentlich so nicht aufnehmen. Es sind unendlich viele Dinge gegen uns gelaufen. Zum Teil sind sie auch selbstverschuldet, muss ich klar sagen. Das wird mit Sicherheit eine genauere Analyse nach der Saison ergeben, was den sportlichen Bereich angeht. Es ist aber immer noch so, dass zu Galaxy-Spielen 30.000 Zuschauer kommen ins Stadion, auch wenn wir so schlecht spielen, wie wir das die letzten Spiele getan haben. Und wir haben die Spieler, die wir verloren haben, ersetzt. Es wird sich zeigen, wie gut die Jungs sind, die jetzt da sind. Und es gibt noch drei Spiele und die beabsichtigen wir zu gewinnen. Also, gute Stimmung am Samstag, hoffentlich wieder im Frankfurter Waldstadion, begeisterte Fans. Dr. Gunnar Wöbke, wie wird es bei Ihnen weitergehen jetzt mit dem neuen Trainer? Stefan Koch ist weg, der neue Trainer heißt Gordon Herbert. Was wird sich ändern? Was wird sich ändern? Wir werden versuchen, athletischer zu spielen. Das ist natürlich auch für die Zuschauer ein bisschen begeisternder. Wir werden versuchen, schneller zu spielen. Und was wir jetzt als nächstes tun müssen, ist natürlich die deutsche Basis über oder die nationale Basis, über die wir gesprochen haben, zunächst mal zu finden. Und danach schauen wir dann weiter, wie wir die weiteren Spielerverpflichtungen tätigen können. Bei uns geht die Saison erst im Oktober wieder los. Ganz klar. Da hoffe ich, dass ich Sie beide bei unserer nächsten Sendung im nächsten Jahr nicht zum Thema Sportstadt Frankfurt in der Krise begrüßen kann, sondern Sportstadt Frankfurt im Aufwind. Und dann haben wir erfreuliche Dinge, über die wir sprechen können. Herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön. Danke. Also. Ja, und wir machen hier gleich weiter mit unseren nächsten Gästen. Bei mir zu Gast der Peter Völker, Vorsitzender der Turngemeinde Bornheim. Schönen guten Abend. Und wir haben da den Manager der SG Wallhau-Massenheim, Stefan Schöne. Schönen guten Abend. Hallo. Fangen wir gleich mit dem Handball an. Welche Rolle spielt eigentlich der Handball in Frankfurt? Wir haben Fußball gehabt, Frankfurt Galaxy, große Zuschauermagneten. Wie sieht es eigentlich mit dem Handball aus? Ja, der Handball ist eine Traditionssportart und entspringt in den meisten Fällen natürlich in kleineren Ortschaften. Das ist bei uns genauso. Der Verein SG Wallau-Massenheim ist ja zusammengesetzt aus den Vereinen Massenheim und Wallau. Und das sind kleine Orte, zwar in unmittelbarer Nachbarschaft von Frankfurt, aber im Prinzip hat sich die Sportart oder das Vereinsleben dort entwickelt. Mittlerweile ist ja der Spielort Frankfurt Ballsporthalle, Ballsporthalle Höchst, wo wir auch sehr froh drüber sind. Wir finden ähnlich wie die Basketballer da sehr gute Bedingungen. Insofern der Kern ist aber sicherlich in Wallau zu sehen. Ja. Und wir haben also auch Umfragen gemacht, Erhebungen gestartet, Statistiken aufgestellt, wo also schon 70-80% der Zuschauer, die zu uns zu den Spielen kommen, auch in dieser Region Wiesbaden, Hochheim, Hofheim rekrutiert werden. Jetzt haben wir gehört, dass trotzdem Sie in der letzten Saison bzw. in dieser Saison ohne zwei große Leute spielen mussten, doch sehr erfolgreich abgeschnitten haben. Was war denn letztlich der ausschlaggebende Punkt, dass es am Ende dann doch noch so gut geworden ist? Ja, wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf die Saison, aber wir können natürlich nicht lange in dem Zustand verweilen, weil das würde schon Rückschritt bedeuten. Wir haben in der stärksten Liga der Welt, weil es gibt kein Vorbild irgendwo anders, keine Liga, die in irgendeiner Form der Bundesliga gleichzusetzen ist, in einer 20er-Liga den vierten Platz belegt. Das ist mit der Europapokal-Teilnahme verbunden und bringt uns wieder dahin in die Regionen, wo wir schon mal waren und wo wir erfolgreich Sport betrieben haben. Und das ist natürlich eine Sache, die uns in einen positiven Trend bringt und die uns auch sehr froh und glücklich macht. Woran es gelegen hat, man kann sagen, wir haben auf ein sehr riskantes Pferd gesetzt, aus der Not heraus geboren, weil wenn der Verein nicht auf Rosen gebettet ist, aus finanzieller Sicht, dann muss man halt mit den Möglichkeiten leben, die man zur Verfügung hat. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir viele Jungs aus der Region verpflichtet haben, die sich unter der Leitung von Martin Schwalb so gut entwickelt haben, dass jetzt vier von diesen Spielern innerhalb von anderthalb Jahren zu Nationalspielern geworden sind. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst der Arbeit von Martin Schwalb mit dem ganzen Umfeld zusammen, dass das so geklappt hat. Ja, das ist ein toller Erfolg.
Ja, tolle Erfolge kann man auch bei der TG Bornheim verzeichnen, zumindest mit der Mitgliederzahl mal als erstes. 9000 Mitglieder, damit sind Sie, Peter Völker, Vorsitzender des größten Vereins in Hessen. Ist das richtig? Des größten Sportvereins in Hessen, ist richtig. Wie wird man das? Ja, indem man den Trends nachgeht, indem man das bietet, was die Mitglieder heute suchen. Ich habe gesehen, die Einladung heute zu der Sendung heißt Sportstadt Frankfurt in der Krise. Eine Krise in den Sportvereinen gibt es mit Sicherheit nicht, weil bei uns kommen Menschen, das gilt nicht nur für die Turngemeinde Bornheim, Menschen, die Sport treiben wollen. Es werden immer mehr, die Sport treiben wollen. Und wenn Sie mich fragen, wie wird man mitgliedsgrößter Verein, das ist ja nicht Selbstzweck. Wir wollen ja nicht der größte Verein sein. Es ist wichtig für unsere Menschen, für die Bevölkerung Bornheim, Frankfurt, Sportangebote zu bringen, die auch gerne genutzt werden. Wenn Sie überlegen, 9000 Menschen, das heißt, an manchen Tagen montags kommen fast 1000 Menschen in die Turnhalle, 800 Menschen, wir haben insgesamt 13 Sportstätten und wir bieten Sportangebote, die nachgefragt werden. Wir haben 1200 jugendliche Kinder, die beim Eltern- und Kindturnen anfangen, über Ballett, Judo bis zum Tischtennis gehen. Wir haben viele Aerobic-Sportarten, wir haben ganz aktuell die Taibo-Sportarten, das letztes Jahr. Das wollte ich gerade sagen, Sie müssen sich immer wieder anpassen. Es gibt ja ständig neue Trendsportarten, ja, auf die man dann flexibel reagieren müssen, wie das offensichtlich bei anderen Turnvereinen nicht der Fall ist, die ja unter Mitgliederschwund teilweise sogar leiden. Also ich bewundere die kleinen Turnvereine, auch das sage ich ganz deutlich, die ja mit ihrem Vorstand ehrenamtlich, wie wir das auch machen, sehr, sehr viel leisten müssen. Wir haben als großer Verein die Chance, 14 hauptamtliche Trainer zu haben, die uns unterstützen bei der Arbeit, die natürlich auch dann zu den Messen gehen, nach Köln zur Sportmesse gehen, sich erkundigen und sagen, das ist neu, das müssen wir heute unseren Mitgliedern anbieten. Wir bieten unseren Trainern auch immer wieder Inhouse-Kurse an, um uns aktuell auf dem neuen Stand zu halten, weil sie müssen aktuelle Angebote bringen, aber wir versuchen auch, und das hören Sie auch an dem Namen Turngemeinde Bornheim, den Spagat zwischen Tradition und Fortschritt. Wir haben ein Akkordeonorchester, aber wir haben auch eine Anis-Abteilung. Ja. Wie ist das mit den Trainern? Sie sprachen eben davon, dass Sie 14 hauptamtliche Trainer beschäftigen. Sind das ehrenamtlich Tätige oder sind das Profis, die bezahlt werden? Das sind richtig Profis, bezahlt werden. Das sind Diplom-Sportlehrer, eine Krankengymnastin haben wir dabei. Aber daneben beschäftigen wir noch 70 nebenamtliche Übungsleiter, weil die 14 können ja nicht über 300 Stunden Sport in der Woche geben. Es ist ein großer Betrieb und die Ehrenamtlichen, die wir haben, fast 100 Ehrenamtliche, die sind organisiert in den Abteilungen, die helfen uns bei der Mitgliederbetreuung, die organisieren Spielbetriebe zum Beispiel in der Tischtennisabteilung, die helfen uns auch bei verschiedenen Veranstaltungen. Ohne Ehrenamt wäre ein Beitrag von 15 Mark sicherlich im Monat überhaupt nicht möglich. Also 15 Mark ist ja ein sensationell niedriger Beitrag, wenn man das vergleicht, was für Gebühren bei professionellen Fitness-Sportstätten monatlich gefordert werden. Das ist leicht über 100 Mark in vielen Fällen. Das ist richtig. Ist das ein Argument auch, warum Sie einen derartig guten Zulauf haben? Ich glaube nicht, dass das ein entscheidendes Argument ist. Wichtig ist sicherlich, dass wir preiswert zu sozialverträglichen Sport, sozialverträglichen Preisen Sport anbieten. Das ist ja unser Auftrag, unser satzungsgemäßer Auftrag. Und das möchten wir auch tun. Aber dass die Menschen zu uns kommen, Herr Storch, das hängt damit zusammen, dass wir eine saubere, ordentliche Sportstätten haben, dass wir erstklassige Trainer haben, die wirklich auch aktuelle Dinge heute anbieten. Der Preis ist nur der zweite Maßstab für die Sache. Entscheidend ist eigentlich das Angebot. Und ich glaube, da haben wir Maßstäbe gesetzt. Wie machen Sie eigentlich auf sich aufmerksam? Wie erfährt man eigentlich davon, dass es derartige Möglichkeiten gibt? Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass man direkt vor der Haustüre hier in diesem Fall im Osten Frankfurts in Bornheim, ja, unter anderem auf der Bergerstraße ist, eines ihrer Fitnesscenter, ja, derart hervorragende Möglichkeiten hat, um sich eben fit zu halten. Also entscheidend ist eigentlich die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir freuen uns natürlich auch, zu einer solchen Sendung eingeladen zu werden. Wir sind ja so ein bisschen Exot heute hier, wenn ich die Gäste sehe. Ja, gern, es interessiert uns doch, aber ja. Aber Tatsache ist, dass Sie keinen Widerhall in den Zeitungen finden. Sie lesen nichts über uns. Wir bieten nur Sport für Mitglieder, Sport für Interessierte an. Und das tun wir eben durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Flyer, durch Marketingmaßnahmen. Wir machen Straßenfeste. Wir nehmen an Straßenfesten in Bornheim teil, organisieren selbst dort einiges, um uns zu zeigen, die Möglichkeiten des Vereins zu zeigen. Und wenn Sie sehen, es treten jeden Monat 100 Mitglieder bei uns neu ein. Das müssen Sie vorstellen, das geht ja über 3-4 Jahre schon so. Der Verein ist in und wird gesucht. Also Exot sind Sie ja zum einen heute Abend aus einem Grund, denn Ihre Mitglieder sind eigentlich ausnahmslos aktiv tätig, ja, und nicht wie bei einem anderen Sportverein passiv tätig. Wie ist denn eigentlich die Zuschauerentwicklung nach dieser sportlich erfolgreichen Saison jetzt bei Ihnen gewesen? Ja, die ist durchaus positiv. Das ist auch ein Grund, warum wir den Schritt nach Frankfurt vor ein paar Jahren nicht bereut haben, weil wir haben einen Zuschauerzuwachs von 1000 Zuschauern im Schnitt.
Also wir haben jetzt einen aktuellen Zuschauerschnitt von 2.400. Und also Schnitt ist ja immer höher anzusetzen, als einmalig die Halle ausverkauft zu haben. Ja, also das ist schon eine schwierige Aufgabe, das zu bewerkstelligen. Wir haben die Halle 4-mal ausverkauft gehabt in dieser Saison. Das ist also auch irgendwo ein toller Erfolg. Auch nicht immer nur namhafte Gegner, die da zu Gast waren bei uns. Wir können die Halle unseren Klienten, unseren Kunden, nicht nur dem breiten Publikum, sondern auch dem Club der SG Wallau-Massenheim, dem Förderkreis, einen sehr, sehr schönen VIP-Raum bieten. Das ist garantiert der schönste und beste in der Liga. Das spielt heute im Profisport auch eine große Rolle. Wir haben dort 120 Mitglieder, die auch ihre Geschäftsfreunde etc. zu solchen Events in Heimspielen mitnehmen. Und das bietet im Umkreis die Ballsporthalle. Und deshalb ist das für uns die modernste und beste Möglichkeit. Herr Schöne, hat denn der zweifache Namenswechsel von SG Wallau-Massenheim zu SG WM Frankfurt und wieder zurück zu SG Wallau-Massenheim die Fans eventuell irritiert und damit zu Identifikationsproblemen geführt? Grundsätzlich verschließen wir uns natürlich nicht im Großraum Frankfurt, das ist ganz klar. Ich meine, jeder Sportinteressierte darf sehr gerne zu unseren Spielen kommen. Ja, also wir sind froh über jeden Gast. Die Halle ist ja auch noch nicht ausgelastet, so ist es nicht. Wir arbeiten dran. Es ist halt so, dass wir im Moment an den Dingen wirklich sehr gut arbeiten. Und ich glaube, dass der erste Schritt, der damals gemacht wurde mit Frankfurt, mit der Namensumbenennung, nicht gut genug begleitet wurde von marketingstrategischen Maßnahmen, sodass wir praktisch als Nobody, als anonyme Größe in die Großstadt gekommen sind und wir kommen aus dem Dorf und wenn das dementsprechend nicht begleitet wird, dann erleidet so eine Idee Schiffbruch. Ja, die Ballsporthalle als Standort, als Spielort ist ja geblieben. Wir haben uns nur umbenannt, zurück zu den Wurzeln praktisch und der Rückschritt hat uns viel Geld gekostet. Ja. Bodo Strömann war ja über 25 Jahre lang der große Mentor des Handballs. Ja. Wenn er jetzt seinen Präsidentenstuhl räumt und zugunsten von seinem Nachfolger Hans-Dieter Großkurt freimacht, was wird sich dann ändern? Wird es sich auf Ihre Tätigkeit als Manager auswirken? Ja, also der Bodo Strömann, ich meine, jeder, der im Rhein-Main-Gebiet über Handball spricht, hat den Namen Bodo Strömann irgendwann schon mal gehört. Es ist nur so, dass der Bodo Strömann, dem man da also wirklich Dank zeugen muss, das 25 Jahre lang gemacht hat. Und er ist zwar immer noch ein liebenswerter Kerl, aber die Gesundheit nagt trotzdem an ihm. Das war ein stressreicher Beruf. Er hat halt alles in der Hand gehabt. Das, was wir im Moment als Management-Team in verschiedene Ressorts aufteilen, das hat der Bodo Strömann im Alleingang gemacht. Und er nimmt immer noch teil. Wir greifen auf seine Erfahrungen zurück. Und er ist immer noch ein guter Ratgeber und eine Vertrauensperson. Ist wahrscheinlich auch eine große Hilfe bei der Sponsorensuche durch seine Kontakte. Das ist ja eine Ihrer Hauptaufgaben, meiner Ansicht nach eines der schwierigsten Tätigkeitsgebiete in einem Sportverein. Das ist richtig. Wir haben halt im Handball einen Nachteil, der aber nicht unentscheidend ist. Wir haben halt nicht die Fernsehzeiten wie Basketball oder Fußball. Ja, und Sponsoren, die dementsprechend überregional werben wollen. Da müssen wir daran arbeiten, dass es irgendwann einen neuen Fernsehvertrag gibt. Und im Moment leben wir sehr stark von regionalen Werbern. Ja, woher kommt denn, wenn wir von lokalen Werbern sprechen oder von lokalen Sendern sprechen, woher kommt denn die Abstinenz des Hessischen Rundfunks in der Ballsporthalle? Warum lassen die sich so selten sehen? Also wenn der Bodo Strömann jetzt hier wäre, als in seiner Funktion als Präsident, würde er jetzt wahrscheinlich mal tief Luft holen und über dieses Thema ungefähr eine Viertelstunde reden. Also uns liegt es natürlich auch im Herzen oder uns sticht sogar in der Nase, kann ich sagen, dass der Hessische Rundfunk bei anderen Sportarten präsent ist und bei der SG Wallau-Massenheim, die wirklich hohe Qualität auf ihrem Gebiet zu bieten hat, dass da wirklich keiner zu sehen ist vom Hessischen Rundfunk. Okay, es sind noch viele Fragen offen, aber leider rennt uns die Zeit wieder davon. Wir machen jetzt mal einen Schritt vom regionalen Sport zum internationalen Sport und machen uns ein paar Gedanken um die Olympia-Idee. Ich gebe ab zum Johannes. Du hast schon prominente Gäste um dich versammelt, Johannes. Die Gäste sind bei mir hier am Mikrofon. Ich begrüße die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Petra Roth. Danke. Jetzt macht sie auch unser Publikum mal bemerkbar. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Sie sind heute aus Berlin eingeflogen, aber nicht wegen unserer Sendung, sondern weil Sie von einer Tagung von Berlin zurückgekommen sind. Und ich begrüße bei mir Herbert Neumann,
Urgestein der Frankfurter Sportjournalisten, alterfahrener Berichterstatter, gestern erst im Frühstücksfernsehen mit seinen Reminiszenzen an den Bundesliga-Bestechungsskandal, den Sie auch damals hautnah miterlebt haben, vielleicht sogar zum Teil mit aufgedeckt haben. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt in dieser Runde, und Herr Völker wird noch dazu stoßen, über das Thema Olympia-Idee, Olympia-Bewerbung Frankfurt am Main unterhalten. Herr Völker, Tag. Zunächst einmal die grundsätzliche Frage, was bringt eigentlich eine Olympiade oder wie es richtig heißt, die Durchführung der Olympischen Spiele für eine Stadt und eine Region? Welche Chancen sehen Sie darin, Frau Roth? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass die olympische Idee die schönste sportliche Idee ist, die es gibt. Und die Städte, die sie ausrichten, sich wirklich promoviert oder geadelt auch nach den Spielen fühlen dürfen. Weil die Infrastruktur verändert ist, weil die Sportlandschaft die beste dann, die modernste der Welt ist. Aber, und das sollte vielmehr, finde ich, bei den Fragen zu Olympia auch bedacht werden, der gesamte Sport, die Ethik des Sportes, die Moral des Sportes, die Gefühle, die im Sport wie in keiner anderen Form ausgelebt werden dürfen und gleichzeitig pädagogisch geführt werden müssen, dass man nicht siegen auf jeden Preis, siegen will man dabei sein, aber auch verlieren können. Das gehört zur olympischen Idee wie in keinem anderen Sportfest der Welt. Und wenn man dann dazu gehört, es ausrichten zu dürfen, wir haben es schon mal versucht in Frankfurt und jetzt mit dem Beschluss der Regionalkonferenz wollen wir es ein zweites Mal, wenn wir denn überhaupt eine Chance haben, in Europa Ausrichter zu werden. Das ist das dritte Mal. Um die Olympische, also Herr Neumann Spiele, weiß es noch besser. Arbeiterolympiade in den 20er Jahren. Frankfurt hat sich um die Olympischen Spiele für 1936 beworben. Ganz ernsthaft als Konkurrent zu Berlin. Und mit einer hervorragenden Bewerbung. Und Frankfurt hatte damals gerade das Waldstadion 1925 fertig. Und stand hatte damit Arbeiterolympiade. Gut, da konnte man die Arbeiterolympiade damals gleichzeitig mit ausrichten. Aber dieses Stadion, damit stand Frankfurt großartig da, neben Berlin und Köln. Das waren die drei Städte, die so ein großes Stadion besaßen. Und Frankfurt hat eine hervorragende Bewerbung. Und Frankfurt ist auch 1936 mit einer hervorragenden Delegation, Sportlerdelegation, nach Berlin gegangen. Ich wollte schon sagen geflogen, die sind vermutlich damals noch gefahren. Also das ist die dritte Bewerbung. Gut, also haben wir wieder etwas dazugelernt. Dritter Versuch. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, die Unterlagen für die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2004 herauszusuchen. Ein dicker Ordner, der sehr viel Interessantes enthält, auf dem man sicherlich aufbauen kann, wenn man erneut in eine ernsthafte Bewerbung einsteigt. Und ich glaube, damit kann man zumindest Zeitungsberichte widersprechen, die da lauten, die Zeit läuft den Deutschen schon davon. Es wäre zu spät für die Olympia-Bewerbung. Frankfurt hat doch eigentlich gute Vorarbeiten schon. Also das sind Überschriften, Herr Dr. Theisen. Der Artikel ist gerade sehr gut über die vier Bewerberregionen für 2012. Und Frankfurt kommt da sehr, sehr gut weg. Die Unterlagen, die wir für 89 erarbeitet haben, großer Teil sind davon Infrastrukturmaßnahmen im Planungsbereich, Wohnen, Infrastruktur, Verkehrserschließung, olympische nacholympische Nutzung, ist natürlich heute in Frankfurt gar nicht mehr umsetzbar. Ein Teil als Abfallprodukt der Sperrplanung von damals ist umgesetzt. Wohnen am Fluss ist heute das ehemalige Schlachthofgelände, der Westhafen und das, was jetzt an der Weseler Werft gemacht wird, ist ein Teil der Olympiaplanung. Das neue Waldstadion, zwar nicht als Olympiastadion, ist ein Teil einer Modernisierung von einer international wettbewerbsfähigen Sportstruktur, die wir brauchen. Aber der Unterschied zu damals ist, dass wir eine Bewerbung, es kann sich nur eine Stadt bewerben nach den Richtlinien des IOC, tun wir, aber wir binden die Region ein und jetzt geht es darum, dass die Gebietskörperschaften in dieser Regionalkonferenz auch leisten, den Nachweis bringen, wo können sie in ihrer Gebietskörperschaft welche Sportarten unterbringen und da warten wir alle dann darauf, das habe ich dem Sportminister gesagt und sage es auch hier, dass natürlich das Land uns bei diesen Voruntersuchungen hilft, denn wir können nicht Geld ausgeben für Planung, ohne zu wissen, ob später wirklich eine Realisierung drin ist. Eine große Impulsmaßnahme für die Region, für Frankfurt und sein Umland.
Also ich hätte ja gerne den Professor Speer hier in der Runde mit dabei gehabt, der es damals geplant hat. Aber das war wahrscheinlich der Grund. Er ist so gut, dass die Leipziger sich ihn geholt haben, weil die unsere Unterlagen kennen. Und das ist auch fair. Er hat gesagt, dann kann er nun nicht auch noch Frankfurt machen dazu. Wir werden in den nächsten Wochen diese Aufgabe an eine Gesellschaft vergeben, die Vorstudie. Denn wir müssen ja wissen, wo ist was machbar. Und es gibt ein Pflichtenheft des IOC, das abgearbeitet werden muss. Ich will im September dann mit dieser Ergebnisstudie in die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen bis November, das NOK will im November ein Jahr früher überhaupt entscheiden, unabhängig davon, wie jetzt im Juni, im Juli zwischen Asien und Europa entschieden wird, also Peking oder Paris für 2008, ob sie sich für 2012 bewerben. Wenn sie sich bewerben, dann ist das Rennen offen für uns, dann gehen wir mit den drei anderen Städten in die Bewerbung als nationaler Bewerber. Gut, aber da geht noch ein bisschen Zeit ins Land und es hängt ja, ist nicht viel. Sagt, es ist nicht viel Zeit. Die Spiele es ist bekommt. Überhaupt für die Stadt Frankfurt wie im Besonderen, weil wir sehr spät jetzt auf eine offizielle Bewerbung uns konzentrieren, ist nicht mehr viel Zeit. Wir müssen dann ja so attraktiv sein, dass im nächsten Jahr, also 2003, das NOK weiß, welcher seiner Bewerber steht und vielleicht Berlin, habe ich gehört, hätte auch noch die Absicht, sich sie dann vorschlagen, dass jedes NOK kann nur mit einer Stadt in den Beauty-Test beim IOC eintreten. Nun, die Berliner müssen erstmal wahrscheinlich ein neues Abgeordnetenhaus wählen, ja, wenn sie auch nicht andere Sorgen haben. Aber kommen wir zurück zu Frankfurt. Herr Völker, was erwarten sich die Vereine von einer Olympia-Bewerbung? Profitieren die Vereine im Allgemeinen davon oder bekommen sie das eigentlich nur am Rande mit und dass sie vielleicht einen Teil ihrer Sportstätten für die Unterbringung von irgendwelchen Institutionen bereitstellen müssen? Ich bin davon überzeugt, dass die Vereine sehr profitieren werden. Und ich denke sehr gerne zurück an 1983, wo das Deutsche Turnfest in Frankfurt war. Die Begeisterung in den Städten. Wir haben das sehr bedauert, dass das Deutsche Turnfest jetzt, wir hatten ja die Bewerbung, nicht geklappt hat. Und ich glaube, die Olympiade wird Begeisterung bringen, wird Sport in die Köpfe der Menschen bringen. Es sind tolle Feste, die sie erleben. Sie erleben die Begegnung mit Fremden, Menschen, mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass die Bevölkerung noch mehr bewusst wird, dass Sport ein Teil des Lebens ist, ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Und das ist den Sportvereinen neben den Infrastrukturmaßnahmen. Die sehe ich gar nicht so wesentlich an. So, dass in der Bewusstsein der Bevölkerung das ist Sport. Leben kommt aus den Vereinen. So, und Sport gehört dazu. Die Kommunen. Dann. Sport gehört dazu. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges dabei. Aber wir ein begeistertes Kabinett, hätte ich jetzt gesagt, beim Land, wie auch eine begeisterte Regierung, Kommunalregierung, hilft natürlich der Idee. Natürlich. Herr Neumann, Sie haben eben im Vorgespräch ein Stichwort eingeworfen im Hinblick auf die vorangegangenen Beiträge, die wir hier hatten, wo ja einige Vereine gesagt haben, wir brauchen mehr Unterstützung von der Stadt oder wir brauchen ein neues Eisstadion oder ähnliches. Ihre kritische Frage war, wer soll es eigentlich bezahlen? Gut, ja, aber damit bringen wir jetzt zwei Themen durcheinander. Vielleicht bleiben wir nochmal bei der Olympia. Die Frage müsste ich stellen. Nicht, dass der Sport doch, ich höre immer, dass zum Beispiel kommerzielle Sportarten, große kommerzielle Sportarten, die dann sagen, wir haben die Kapazitätsgrenze zum Beispiel im Eisstadion erreicht und jetzt muss aufgestockt werden. Das ist richtig, das ist eine tolle Sache. Kann man nur zustimmen, aber die Frage ist, wer macht's? Die Stadt kann ja nicht nur dafür da sein, kommerzielle Unternehmen in dem Umfang zu stützen, sondern die Stadt hat so viel zu tun mit den Vereinen. Die hat 150.000 Leute, die hier in Frankfurt Sport treiben, in Vereinen wie bei Herrn Völker. Da ist die Stadt sozusagen, da hat sie noch Rechnungen offen, ziemlich große Rechnungen offen. Es ist nämlich in den letzten Jahren ja kaum was gebaut worden. Und das ist ein riesen Nachholbedarf. Und da gibt es Stadien und da gibt es Sportplätze und Hallen, die sind sanierungsbedürftig, enorm sanierungsbedürftig, brauche ich der Frau Roth gar nicht zu sagen. Das weiß alles sehr gut. Sie ist ja im Sport zu Hause, auch schon früher als Vorsitzende des Sportausschusses. Da waren die Zeiten besser. Das gehört jetzt auch dazu. Gut, aber ich will mal sagen, da fehlt wirklich Geld und da fehlt notwendiges Geld. Und wenn der kommerzielle Sport so blüht, dann muss er auch sehen, dass er seinen Laden in Ordnung bringt. Und dazu gehört auch die Verkaufsfläche. Aber zur Olympia-Bewerbung. Ich würde ja gar nicht davon reden wollen, dass Olympische Spiele nach Frankfurt kommen. Also das wäre ein Wunder. Also Wunder sollen immer wieder geschehen, aber das wäre wirklich ein Wunder. Daran will ich gar nicht glauben. Aber ich halte es für viel wichtiger, dass Frankfurt in die Arena der Bewerber steigt, gegen die anderen großen Städte. Und wenn es Frankfurt gelingen sollte,
sagen wir mal, vor Stuttgart, vor Ruhrgebiet, der nationale die Nummer 1 zu sein. Und dann das können wir das, ja sogar wir in Nirvana verschwinden eines Tages. Aber wenn uns das gelingen würde, dann hätte Frankfurt einen Riesenerfolg. Das, darum kann es in erster Linie nur gehen. Aber dazu muss man sagen, muss man Begeisterung mitbringen. Und ich muss sagen, die scheint mir im Augenblick ein bisschen zu fehlen. Und das, wenn ich mich daran erinnere, wie der Wallmann damals die Geschichte angestoßen hat, und zwar Deutsches Turnfest, ja. Abschlusspressekonferenz im Stadion oben, die ich damals leiten durfte. Und der Wallmann war so begeistert wie Professor Carstens, der damalige Bundespräsident, der sein Manuskript weggelegt hatte und gesagt hat, es ist der schönste Tag in meiner Amtszeit. Es war am Ende seiner Amtszeit. Und in dieser Pressekonferenz, da hat der Wallmann einen Stein ins Wasser geworfen, hat mal probiert, hat gesagt, das wäre so toll, wir könnten eigentlich Olympia machen, Olympische Spiele machen. Um dann die Reaktion abzutesten. Und dann hat er mit Professor Rhein einen Typ gehabt, der gekämpft hat. Ja, und dann hat die Stadt den Nerv gehabt, ein Team von 10 Leuten zusammenzuholen. Dass die alle Fremde waren und nichts vom Sport verstanden, war eine andere Sache. Aber es hat sich ja nachher noch geändert. Aber immerhin, man hat den Willen gesehen, da lief etwas nach vorne. Ja, weil man halt die großen Kapazitäten aus Europa nach Frankfurt geholt, zur Diskussion, zur Vorausplanung, aus Zürich. Und da hat man gemerkt, da ist Power hinter und da könnte etwas werden. Und wenn diese Power sichtbar wird, dann hat Frankfurt eine Chance mitzuziehen. Aber dazu müsste Frankfurt einiges tun. Also jetzt will ich was über Freundschaften sagen. Wir kennen uns nun wirklich seit 20 Jahren, seit 81 aus dem Sport. Diese Power will ich ja aufnehmen. Und deshalb habe ich das Herrn Völker eben gesagt, die Idee wird natürlich beflügelt, wenn ein Stadtoberhaupt voll dahinter steht. Und wir haben für die Olympiagesellschaft in den letzten 2 Jahren 12 Millionen ausgegeben als Stadt selber. Dass es uns jetzt gelungen ist, das Land zu verpflichten, bei der Studie 1 Million erstmal zu geben. Dass wir innerhalb der Sportstätten in Frankfurt renovieren, sanieren müssen, ist klar. Hat aber nichts mit der olympischen Idee zu tun, denn das wird 2012 und fortfolgende müssen die dann wieder renoviert werden. Dieser olympische Geist, der aus Frankfurt kommen muss, hat die Region erfasst. Und meine Kollegen dort, die sind genauso begeistert wie wir hier. Und jetzt geht es darum, wer ist glaubwürdiger im Rüberbringen dieser Idee beim NOK. Und die sitzen in Frankfurt. Und man darf, das ist ja ein ganz elitärer und ein ganz wunderbarer... Und Inhalte. Inhalte, die haben wir. Aber die Inhalte haben wir nicht nur in dem Buch, sondern wir haben natürlich 89, das ist eine Grundlage. Und die Region bietet so viele Möglichkeiten, wirklich Spiele in der Region mit nahen Distanzen zu machen. Wenn ich daran denke, dass Sachsen, man muss hier wirklich Sachsen haben, Leipzig hat in der weitesten Distanz 120 Kilometer reine Luftlinie. Die haben Städte genommen, die haben Dresden dazu genommen, sie haben Cottbus genommen und da können wir hier viel konzentrischer olympische Spiele ausrichten und das ist die Idee der regionalen Entwicklung. Wir sind ein Zentrum der europäischen Region, das wollen wir auch damit. Das ist okay, aber der Motor muss in Frankfurt sitzen. Ja, ich darf doch nur für Frankfurt sprechen. Andererseits wird mir nun auch immer gesagt und als Oberbürgermeister praktiziere ich das doch auch zunehmend, regional zu denken und den Kollegen die Chance auch zu geben, mit Frankfurt zu entwickeln. Wenn wir etwas machen, profitiert die Region und wird in der Region etwas neu, profitiert auch Frankfurt. Wobei interessant, das ist anders als vor 20 Jahren. Bei dieser Bewerbung, dass ja 4 etwa gleich große Städte, alle um 500 bis 650.000 Einwohner liegend, konkurrieren, also keine Millionenstadt ist diesmal mit im Rennen. Das ist auch ein neues Gefühl, denn die meisten Städte... Das würde bei Berlin eben anders werden. Ja, wenn Berlin können alles bieten. Aber zur Region, ein Satz noch. Wir müssen ja offensichtlich ohnehin dieses Olympiastadion oder wie wir es immer nennen, andere Stadion ja sozusagen in die Provinz verlegen. Weil der Frankfurt gar keinen Platz mehr dafür hat. Das ist ja unsere etwas unglückliche Strategie. Da muss man die Frage hätte ich natürlich jetzt auch gerne gestellt. Da müsste man sich den Vertrag. Wo soll das hin? Man muss sich den Vertrag ansehen, der mit dem jetzigen Betreiber abgeschlossen wurde, in dem gesagt wird, dass für eine gewisse Zeit kein zweites Stadion in einem Umkreis von festzulegenden Kilometern entstehen darf. Dann kann es aber in Wiesbaden, der Kollege aus Wiesbaden hat sich ja schon interessiert dafür, warum soll es nicht auch hier in Offenbach sein? In 12 Jahren, in 16 Jahren wird man kaum noch die Stadtgrenzen unterscheiden und wir sollten wirklich dann Offenbach nicht als eine fremde Kommune sehen, sondern eben an den Grenzen und dort, es gibt hier wunderschöne Sportstätten, das weißt du. Ich würde als Oberbürgermeister sehr vorsichtig sein, in Offenbach auch nur anklingen zu lassen, dass hier eine Eingemeindung eventuell stattfindet. Habe ich
nicht gesagt und ich kann auch nicht eingemeinen. Immer dieser, wenn zum Bad Vilbel, dass ich auch das hier nochmal sage, die Stadt Frankfurt kann nicht eingemeinen. Ja. Das muss ein Gesetz im Hessischen Landtag muss eingebracht werden. Und diese Philosophie der Eingemeindung ist von über 20 Jahren schon lange zu Grabe getragen worden. In der Koexistenz, in dem Geben und Nehmen der Region entwickelt sich dann eine Region wie Paris, wie London, wie wir sie eben auch ich war jetzt vor kurzem in Moskau, auch dort lebt Moskau mit der Region. Das ist die Zukunft der Gebietskörperschaften. Und so sollten wir die Olympischen Spiele dann als Bewerberstadt Frankfurt auch verstehen. Wir nähern uns zum Ende der Sendung, aber Herr Völker wollte noch einen Gedanken loswerden. Ich wollte noch einen Gedanken anbringen. Ich möchte das gerne unterstützen, Frau Oberbürgermeisterin. Sie haben gesagt, 500.000 Einwohner, das gilt für Frankfurt. Wenn Sie die ganze Region nehmen, wenn Sie die Pendler dazu nehmen, dann sind wir ein Großraum. Und Frankfurt alleine ist es ja nicht. Sydney kommen, ist das so. Ja, wir sind ja von Wiesbaden bis Hanau eigentlich ein Großraum, eine Region. Und ich glaube, es wäre eine tolle Möglichkeit, für diese Region gemeinschaftlich etwas zu schaffen. Und diese Idee, das, was Sie sagen, diese Turnfest-Idee als Olympia-Idee mit überzubringen. Ich glaube, das würde der Bevölkerung und der Frankfurter Sportwelt. Wir wollen auch prominente bringen. Sportler gewinnen für die Idee. Wir haben Olympiasieger in Frankfurt von früher und die heute sich bereit finden, da mitzumachen. Ja. Vielen Dank, Frau Roth, meine Herren. Wir haben schon überzogen und Steffen kommt zur Abmoderation. So schnell kann es gehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich denke, wir hatten eine bunte Mischung für Sie im Programm. Und bei allen Gründen, die es vielleicht geben mag, frustriert auf die Vergangenheit zu schauen, denke ich, haben wir genug Gründe, uns auf eine interessante neue Saison zu freuen. Und vielleicht werden wir ja im nächsten Jahr in unserer Sportretrospektive gar nicht über eine Krise nachdenken können und mit einer Krise eröffnen, sondern einfach eine Flasche Shampoos aufmachen, um uns über die vergangene Saison zu freuen, die hoffentlich auch einige Problemlösungen im Pack haben wird. Ich bedanke mich, dass Sie heute Abend zugeschaut haben und freue mich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Einen schönen Abend noch.